pass mal auf, ich war ja bei der Herr Kritz, bei dieser sensationellen Verkostung bei dir. Mhm. Und dann habe ich mich so gefragt, wie wird denn eigentlich verkostet? Wie mache ich das jetzt? Mache ich jetzt von jung nach alt? Und der Philipp, der war so am Verkosten und so schnell, schnell. Und er ist so super professionell. Zack, zack, zack. Und immer, das ging ja so schnell bei dir, ne? Da hatte ich gerade Philipp ist der schnellste Verkoster, den ich kenne. Ja, dann habe ich gesagt, Philipp, wie machst denn du das jetzt? Machst du das von jung nach alt? Oder wie machst du das jetzt? Dann guckt er mich an und hat gesagt, es geht dich nichts an. Ich mach das so, wie ich will. Ich so, ja, na klar machst du es so, wie du willst. Aber wie muss ich das jetzt machen? So, wie du willst. Das erlebe ich mit dem Typen. Verstehst du? Ja, aber das ist cool. Ja. Danke, ja. Hallo bei Born to be Wine. Ich bin zwar wieder Denise, tja, und heute freue ich mich auf ein echtes rheinhessisches Gipfeltreffen bei uns im Studio. Denn der hier schon viel zitierte H.O. Spanier von den Weingütern Battenfeld Spanier und Kühling Gillot trifft hier heute auf Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel aus dem rheinhessischen Sieversheim. Und natürlich ist auch Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Westhofen wieder mit von der Partie. Und eins kann ich euch sagen, die drei, die schenken sich nichts. Es ist eine super kurzweilige, spannende Sendung entstanden. Übrigens so kurzweilig, dass wir ein bisschen Überlänge haben. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim rheinhessischen Director's Cut. Am besten zu genießen mit einem trockenen, gereiften Riesling. In diesem Sinne, Chin Chin. Oh, schenk mal was ein. Das sieht so aus, als wäre das was älter. Das waren die großen Zeiten. Guck mal da, schön. So. Man sieht schon an der Farbe, ne? Ja, wir starten mit einem Riesling aus der Zeit, als wir drei uns kennengelernt haben. Ah, verrückt. Das war 1911 oder so. Na, dann auf euch, aufs Alter quasi. Nein, Entschuldigung. Probieren wir mal, komm, Prost. Prost. Weißer Riesling hat man das damals so genannt. Mhm. Super. War mega. Da war das mein war Vater Künstler, noch der Verantwortliche. Mhm. 1998er Riesling. Der erste Jahrgang, der nicht als Moorstein im Künstleretikett unterwegs war, weil es darüber das erste Mal damals ein erstes Gewächs gab. Aha. Und dann durfte quasi der zweite Wein die Lage nicht mehr tragen. Also ein harter Einschnitt im Weinsortiment, weil vorher war der Künstleretiketten-Riesling immer der Moorstein, immer der beste Riesling im Haus. Nur der erste Moorstein als erstes Gewächs war so eine kleine Menge, dass es den Wein darunter eben trotzdem gab. Aber der hieß dann einfach nur Wittmann-Riesling trocken und ist aber ein Original-Moorstein, also eigentlich sowas wie ein Zweitwein aus dem Moorstein. 98 war ein super Jahrgang mit einer sehr ausgewogenen Reife, einer guten Säure. Und der Wein zeigt das heute noch. Das hat Schliff und Biss. Und da, wo du erinnerst dich, diese klare Frucht. Genau, die klare Frucht, nach der gesucht wurde. Ja. Das habe ich eben gerade Christina erzählt, als wir Westhofen gestreift haben. Wittmanns haben trockene Weine gemacht. Da ging es um wirklich trockene Weine, Punkt. Und nicht irgendwie und leicht und etc. Und Philipps Vater war, was das Thema betraf, sehr klar und sehr strukturiert. Und die Fässer wurden voll gemacht, ein Stoppe drauf und dann ist das gegoren und war trocken am Schluss. Und das war damals atemberaubend, bahnbrechend, weil man kam ja aus den, ja, wirklich verheerenden 80ern und dann begannen die 90er so langsam, dann begann wirklich auch wieder das Interesse an trockenen Herkunftswein und das war für mich einer dieser, also die 96er waren so die ersten, wo wir in Berührung gekommen sind und die waren brutal, die 96er Aulierte trocken, das war an Puristik überhaupt nicht zu überbieten, so in diesen, seiner Klarheit. Und hat ja noch mehr Sorge. Ja, ja, das war unfassbar sauer, aber fein und also man kann es ja heute so sagen, das sind Kronweine mehr oder weniger. Das ist ja immer noch gut, das frische. Problem ist, du kannst es halt, also ich habe jetzt leider das zweite Glas schon gesagt. Ja. Also das ist, ich meine, das ist halt auch top gelagert. Ja. Das lag bei euch unter, ja, da unter der Treppe. Ja. Wie, das lag unter, unter der Treppe? Unter der Treppe, ja. Okay. Also der Treppe. Ja, okay. Ah, okay. Die alte Schatzkammer ist im großen Gewölbekeller unter der großen Treppe und die sind halt tatsächlich lagertechnisch ziemlich gut. Die hast du mir hohe Luftfeuchtigkeit, gell? Konstantes Klima das ganze Jahr über. Da reift Wein langsam und kontinuierlich und das ist schon gut. Mhm. 25 Jahre alt, top. So lange kennt ihr euch schon.
Ja, in der Zeit war der Philipp, glaube ich, mit meiner Schwester zusammen. Ach komm, ehrlich, oh, jetzt geht's richtig ab, Leute. Das stimmt, alle beide leiser geworden. Soll mir das jetzt unangenehm sein, dass ich das fragen kann? Ich will es ja rausschneiden. Nee, ich finde, das passt. Es war eine schöne Fall. Zeit, das war eine sehr schöne Zeit, Ende der 90er. Es ist viel passiert und da haben wir auch viel erlebt. Also wir haben uns kennengelernt, weil wir, der Wein war der Grund. Es gab damals noch nicht so viele Nerds, die wirklich qualitätsverrückt waren, die wirklich auch Neugierde und Aufregung hatten, um was zu entwickeln. Und ich habe Daniel und HO kennengelernt. Die waren schon ein bisschen weiter in der Schule, sind ja auch, wie man sieht, ein paar Jahre älter als ich. Also ich habe relativ schnell gemerkt, die zwei Jungs sind irgendwie, die haben da Power, Neugierde, wie auch immer. Und offensichtlich war es so, dass sie gesagt haben, der Kleine da ist auch nicht schlecht. So kam es einfach, man kam ins Gespräch. Wir haben dann angefangen, auch zusammen Wein zu probieren. Der rückt so lang schon quasi. Der Philipp war so ein bisschen der Popper. Der Philipp hat immer... Endlich kommen die ganzen Storys mal raus. Das Mädchen hat er oft, ne, ein rotes Hals und so. Und er war unfassbar laut. Also es gab für den Philipp zwei Meinungen, seine und eine falsche. Ansonsten gab es nichts. Und jeder, der gedacht hat, da reingrätschen zu müssen, und der war einen Moment unaufmerksam, so wie im Fußball, der wurde sofort weggegrätscht. Direkt. Da gab es mal eine. Das war nicht gemein, das war cool, weil das war, es braucht ja den kreativen Streit, gab es ja auch damals. Wir waren nicht, weiß gar nicht mehr, wo das war. Und da haben wir Wein probiert. Beim Landgraf war das, glaube ich, mal richtig, genau. Und da saßen wir erstmal so wirklich zusammen und da gab es eben uns drei und den Rest. Und alle waren gegen uns, weil wir gesagt haben, und so wird es nicht mehr funktionieren. Und hier wird auch eine Entwicklung zu Ende gehen, wenn wir weiterkommen wollen. Da kam damals die Herkunft, da kam auch schon Ökologie, war am Anfang. Aber der lauteste Akteur am Tisch war der Philipp. Und ich glaube, du warst schon so leer oder irgend sowas. Also, ja, weiß ich, also ich war ein Jung, Saujung, also aber, war Jung, aber, so 98 war eigentlich so dein erster Jahrgang, den du selbst zu verantworten hast. Ja, oder? Das würde ich so gar nicht sagen. Ich war 98 in Geisenheim und ich hatte das Glück, dass mein Vater mir relativ früh Mitverantwortung gegeben hat. Aber dass ich das jetzt allein verantwortet hätte können, ich würde ich jetzt so nicht sagen. Also, ich glaube, das war der erste Bruchstein, erstes Gewächs. Genau. Das war so, gell? Und ich würde sagen, dass das mit dem schrecklichen Jahr 2000 ist vielleicht erstmal so war, dass ich wirklich die alleinige Verantwortung im Keller hatte. Und 2001 war so, ist so der Jahr, den ich für mich persönlich als so dann der Start in eine neue Zeit irgendwie auch gesehen habe. Wobei ich sagen muss, dass mich heute das, was mein Vater in den 90ern gemacht hat, wahnsinnig inspiriert, weil es irgendwo so einen Schritt zurück aus dieser Aufregung, die wir jetzt auch in den letzten 15 Jahren entwickelt haben beim großen trockenen Herkunftswein. Die Weine sind einfach unheimlich entspannt und wie man sieht, reifen die auch brutal gut. Mega. Das waren nicht die allerreifsten Trauben, das war relativ balanciert. Und es zeigt sich halt einfach eine gute Herkunft. Genau. Ja, es ging um die Traube. Die transportiert sich über Jahre, wenn du keine Fehler machst, wenn du sauber arbeitest, wenn du handwerklich sauber arbeitest. Und ich finde, das ist ein unheimlich animierender Wein. Und deshalb schenken wir auch nochmal nach. Ach, das würde mich freuen. Und Philipp, sein Vater, ist für mich ein ganz großes Vorbild und Mentor, weil er so ein Handwerker ist und weil er so ein Gärtner ist. So ein richtiger Weinbergsmensch ist. Ja, und die Wingert von Wittmann mich auch damals schon, also ich bin ja auch selbst so gerne im Wingert und das hat mich, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, die Wingert, und dann hat mich das so beeindruckt und so gut, wie die Wingert aussehen, ist auch der Wein. Und das ist halt genial. Das ist top. Wie ist da die Gegend der 98er Moorstein? Ich habe nur 4 Flaschen, das ist mein Problem. Ja. Das heißt also, ich habe ihn jetzt tatsächlich auch länger nicht probiert. Das war damals ein Wein, der noch etwas karger war, auch eine knallige Säure hatte. Und ich sag mal so, der steht eigentlich eher wie ein klein bisschen inhaltsreicherer Puder nebendran. So habe ich es zumindest in Erinnerung, aber ich habe keine aktuelle Verkostungsidee, weil bei diesen 4 Flaschen, ich traue mich da eigentlich nicht dran. Also da muss es vielleicht irgendwann wird es mal eine Gelegenheit geben. Heißt das dann, weil wir sprechen ja über eure Lagen noch und auch über den Herrgrätz und den schwarzen Herrgott, die ihr ja so nach vorne gebracht habt,
Aber war das dann so, Philipp, dass damals der Moorstein, als du anfingst, dass das schon auch so in aller Munde war? Oder hat sich das doch noch sehr entwickelt jetzt in deiner Zeit? Das hat sich schon entwickelt. Also dass der Moorstein war sicherlich eine Lage, die man, wenn man sich näher mit dem Wonnegau auseinandergesetzt hat, zuordnen konnte und auch wusste, dass da guter Wein wächst, aber dass es so diesen Ruf hatte, auch nur vergleichsweise zu dem, was wir heute erleben, kann man nicht sagen. Also nicht so eine Lage wie jetzt ein Rüdesheimer Schlossberg oder ein Pechter im Forst, also bei far nicht. Das war damals nicht so und ist im Prinzip ähnlich wie jetzt bei einer Herkretz oder bei einem Frauenberg einfach eine Entwicklung der letzten 20, 25 Jahre, dass diese Lagen heute so im Fokus stehen. Also die Idee war schon da, aber der Weinstil hat sich dann nochmal weiterentwickelt und dieses Bewusstsein, Herkunft so richtig pur schmeckbar zu machen, das waren eher so unsere Generation. Dann wir haben, das war unser Thema. Und da haben wir uns dran aufgerieben. Ich erinnere mich an einen Karfreitag. Dieser kreative Streit, das war genau das. An einen Karfreitag, an dem wir unterwegs waren im Zellertal. Das war sicherlich so vielleicht einer der Knackpunkte, wo du dann irgendwann das Zellertal wirklich auch als entdeckt hast, als großartiges Terroir. Da waren wir wandern Karfreitags im Zellertal und haben uns diese Lagen angeguckt und gesagt, boah, das muss eigentlich großartig sein. Es gab aber keinen Wein, den du verkosten konntest, der das irgendwie gezeigt hat. Ja? Aber du hast diesen Boden gesehen, du wusstest über das etwas schroffere Klima, das kühlere Klima und dachtest, eigentlich muss das großartig sein. Und der Daniel mit die Herkretz ist letztendlich ja auch zumindest wiederentdeckt worden von dir. Das waren traditionelle alte Terrassen, die du wieder ins Leben zurückgeholt hast. Ne? Ja. Also wiederentdeckt haben sie eigentlich, als wir die Herkretz getrunken haben. Gefeiert und gegrillt und geschlafen. Und hatten so Picknick gemacht, sind wir mit so einem frisierten Moped da in der Herkratz rumgezackert. Genau. So, und dann haben wir am Appelbach, weißt du? Da habe ich deine Schwester kennengelernt. So schließt sich der Kreis. Da haben wir drauf geguckt und da fing man, da bist du eigentlich große Weihwachse. Ja, das war so einfach die Zeit einfach. Die Herkritz, aber oben, wie heißt die, der Wingert, wo das Häuschen war? Der Helgenberg ist das eigentlich. Ja, aber das ist doch schon Herkritz. Ja, aber das kam 1971 erst mit dazu. Ach so. Das war jetzt weiter hinten im Tal. Ja, das war der Weihwachse. Warst du dabei? Ja. Ich war dabei, ja. Ich war schon dabei. Da kenne ich schon länger. Ja, du kennst du noch länger als den Philipp. Ja. Okay. Ja. Wir waren ja in der Schule zusammen. Wir kennen uns 30 Jahre. Seit 91 kennen wir uns. Ihr zwei, so die Lauser auf der letzten Bank, oder? So ähnlich. Ja. Der Daniel hat einen Ford Escort. Der Ford Escort hatte so ein... so ein Armaturenbrett, was tief war. Ja, das hat er bepflanzt, oder wie? Das hat er bepflanzt mit Geranien. Da hat er im Auto Geranien drin. Und ich dachte, was ist das für ein Spiel? Aber später dann noch, die musste so oft gießen. Ja. Später hatte ich dann so Wüstenpflanzen. Später hatte ich so Trockenblumen. Das ist so sukkulente Kram. Okay, ja. Die waren nicht so anspruchsvoll. Aber die Tatsache, dass der O gedacht hat, was ist das für eine? Was er neugierig war, beschreibt den HO natürlich in Perfektion. Der HO ist jemand, der eine wahnsinnige Neugierde hat und findet jemand, der verrückte Sachen macht oder der ein bisschen anders ist, dann findet der HO einfach, das interessiert ihn. Und dann ist er neugierig und dann will er den kennenlernen. Also ich kenne niemanden oder wenige, die mit so einer Lust auf was Neues zu erleben, auf Menschen kennenzulernen unterwegs sind wie der HO. Wenn es ihm in den Kram passt. Es gibt auch den Moment, wo du vorurteilt hast und so, oh, das brauche ich jetzt gar nicht. Ja, das stimmt. Da muss ich leider. Checkt man halt so ab, ne? Ich weiß jetzt manchmal kurz ein bisschen langweilig, aber wir haben ja quasi vier Weingüter am Tisch. Für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, mein Gott, jetzt habe ich einmal gegendert, jetzt reicht auch. Wir haben ja eigentlich nur Stammgäste hier, ne? Hao und Daniel waren schon mal da. Da kann man auch nochmal in die alten Folgen reinhören, da hört man dann alles über die Weingüter. Aber ich will doch nochmal kurz sagen, also Battenfeld Spanier, Kühling Gelot, zwei Weingüter. Eins hat quasi deine Frau mit in die Ehe gebracht. Ja. Und auch eigentlich zwei Weinregionen in Rheinhessen. Mhm. Kühling Gelot kommt aus Bodenheim und
haben traditionell an 5 Standorten an der Rheinterrasse entlang Weinberge gehabt. Mhm. Die letzten, und das ist das Kuriosum eigentlich des Weinguts, die letzten Weinberge, die dazu kamen, waren die in Nierstadt im Roten Hang. Eigentlich die wertvollsten, die auch heute mit dem Ruf wie Donnerhall, Pettentäler etc. und Rodenberg, das waren die letzten Parzellen, die mein Schwiegervater gekauft hat, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ja. Also wirklich ein ganz, ganz traditioneller Betrieb. Aber der erst 97 in den Vordergrund aufgenommen wurde. Ach komm. Also man denkt immer, das wäre wirklich ein uralter Traditionsbetrieb, was er auch letztendlich ist. Aber viele Süßweine, oder? War bekannt für Süßweine, extrem oder? Berühmt für seine Süßweine und für Rotwein. Für Pinot. Also den Pinot gab es auch schon beim Papst, bevor er im Papst war. Oh, Pinot gab es beim Papst. Da kann ich mir Geschichte erzählen. Da waren wir in der berühmten Sakristei des Weinguts Kühlen. Da gibt es die abgewiesene eine Schatzkammer unterhalb des Verkostungsraums. Und das war schon was Besonderes, wenn man in die Sakristei durfte. Und der Roland Gillott, sein Schwiegervater, hat uns damals dann eingeladen, an so einem Weinamt kommt man mit runter in die Sakristei. Oh. Damals wusste er wahrscheinlich noch nicht, dass er seinen zukünftigen Schwiegersohn in die Sakristei eingeladen hat. Eigentlich hätte er sagen müssen und der nicht. Und da durften wir den Pinot verkosten, den auch damals der Papst schon getrunken hat. Und der war auch wirklich, also der Roland, der war seiner Zeit weit, weit voraus. Der hat mit Bernhard Huber zusammen im Burgund haben die Genetiken mit nach Hause gebracht. Mhm. Also Reben gekauft. Jetzt auch falsch verstehen. Ja, ich wollte auch. haben Reben gekauft und haben Edelreiser mitgebracht. Ja. Und er hat 1989 den ersten Weinberg hier schon unveredelt. Den haben wir heute noch. Das ist Oppenheimer Kreuz, einer unserer Top-Pinos. Mhm. Und der Woodstock sozusagen, die Wurzeln, die sind mittlerweile leicht 60 Jahre alt. Wahnsinn. Da war er schon auch extrem innovativ und weit vorne dabei. Also das war schon großartig. Und das ist eben der Betrieb König Gillert. Und da gibt es Battenfeld Spanier im Wonnegau. Weiter geht es fast gar nicht in Rheinhessen. Also außer zum Garnit geht es genauso weit. Du bist, also Philipp ist ja eigentlich im Wonnegau. Bist du noch Wonnegau? Du bist ja schon fast in der Pfalz. Du bist ja das südlichste... Aber es ist. Darf man das noch zum Wonnegau? Ja, das darf man schon. Das darf man schon. Das ist der südliche Wonnegau. Okay. Und genauso wie du sagst, der Übergang zur Pfalz. Und HO ist Grenzgänger per se. Und hat mit dem Zellertal natürlich dann auch tatsächlich dann Weinberge, in die ja auch über die Grenze hinaus. Ja. Trotzdem sagen wir ganz klar, du bist ein rheinhessischer Winzer. Und er hat auch früher tatsächlich immer auch Freundinnen in Rheinhessen und in der Pfalz gehabt. Also das war immer sehr grenzübergreifend. Völkerverständigung. Ihr wart halt sehr offen. Ihr habt einfach versucht, die ganze Weinbranche zusammenzubringen. Völkerverständigung war wichtig. Mach jetzt mal, okay. Also pass auf, du darfst gern gleich über diese Themen weitermachen, weil dann müssen noch passende Weine zum Okay. Aber ich grätsch mal kurz rein, damit wir den noch kurz besprechen. Und dann gehen wir da weiter. 98... Salome Riesling. Ja. Mit der Handschrift meines Vaters. 2-1, Kirschspiel, war dann quasi so dieser Umschwung in die neue Idee, noch mehr Terroir, noch mehr Herkunftswagen, auch ein bisschen mehr Textur, ein bisschen mehr Dichte im Wein. Und ich sage jetzt, aber rückblickend nach 20 Jahren, ich finde den Salome geiler wie den Kirschspiel, weil der ein bisschen puristischer und strahliger ist. Aber damals war es auch wichtig, dass es nach was schmeckt. Es ging darum, dass da auch was drin ist. Genau. Weil wir kamen aus der Zeit, als die Weine dünn und sauer waren. Und dann wollten Textur, wir wollten Geschmack. Ja. Und dann haben die trockenen Weine auch 7 Gramm Restzucker gehabt, was aus meiner Sicht heute natürlich ein Fehler war, aber das war Zeitgeist. Was hat dein Vater dann gesagt? Also es ist ja schon so, dass es spannend war zu sehen, was man rauskitzeln konnte aus den Herkünften. Mhm. Und man konnte schon auch tatsächlich die einzelnen Weinberge noch besser schmecken, weil die Konzentration, die niedrigeren Erträge, die Herkunft war schon mehr erlebbar. Mhm. Je leichter, je mehr Ertrag du hast, je mehr Säure du hast, je leichter die Weine sind, umso näher rücken halt auch Herkünfte zusammen. Und wenn du es dann halt fokussierst auf dieses Stückchen Erde und versuchst wirklich den Extrakt dessen darzustellen, dann stellst du auch die Unterschiede schneller fest. Mhm. Und das Schöne war, dass wir damals sehr schnell gemerkt haben, mit Auerlerde, Kirschspiel, Brunnenneusen, Morschen, Brunnenneusen hatte ich damals noch gar nicht, dass es einfach grandios unterschiedlich schmeckt
ohne dass wir unterschiedlich dran arbeiten. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und der Wein, der 2-1er-Kirschspiel, der war besonders in Diskussion. Das war der, der diesen wahnsinnigen Bock hatte. Das hat also das spontan vergoren. Mhm. Und das hatte so ganz starke Reduktionsnoten, also Feuerstein. Echt? Das war so ein ganz krasses Teil. Gab es auch relativ viel Widerspruch von der älteren Generation, dass das schon über die Grenze hinausgeht, ob das denn Weinfehler ist. Ja. Das ist weg. Habt ihr den damals dann auch schon probiert? Ist ja interessant dann eigentlich. Ja, also ja. Aber also an diese Böxer-Geschichte kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. Ja, doch, ich kann mich da. Nee. Das ist so, dass er. Dirk Emmy schon gesehen, ob du den Peller verreckt bist. Ob es ist Gewächs und abrufbar und er war dann durch am Schluss und Gott sei aber Dank. Das ist schon ein Sprung, oder? So, ja, okay. Also das ist aber auch ein wärmeres Jahr. Man muss auch sagen, ja, dass ab 2000 oder ab 2008. Das war doch nicht wärmer als 98. Doch. Ja, schon ein bisschen. Ja. Wir waren im Moorstein die kühlere Lage, ein bisschen straighter sowieso. Ja. Wir sind jetzt im Kirschspiel, wo die Würze eine Rolle spielt. Also insofern kannst du nicht eins zu eins vergleichen, aber es ist letztendlich, ich muss auch hier stehen, ich hätte natürlich 2-1er Moorstein mitbringen können, aber auch da habe ich eine Schatzkammer gestanden und so, komm, nimmst du mal ein Kirschspiel, ist auch gut. Es war so, die 2000er Jahre, da wo wir angefangen haben, Wein zu probieren und dann bei uns, das war ja dann noch ein Tick kühler. Und das war immer noch heller und noch saurer und noch dünner. Und dann dachte ich immer, boah, wie macht denn das, dass das so perfekt schmeckt? Ja, das heißt, du hast bei den anderen probiert und es war so schön und du warst bei dir eigentlich so ein bisschen unzufrieden. Ich war immer total unzufrieden. Ja. Dachte ich so, wie geht denn das? Ja, das ist, dabei hat er von Anfang an die brillantesten, ganz großartige Weine gemacht, die so eine ganz eigene, seidige, feine Textur hatten. Ja, also ich war nicht glücklich. 1997 Weißburg und der Gutswein. Aber das ist ja immer so. Also ich glaube auch, ihr wart doch auch nicht gleich glücklich mit euren Weinen, oder? Also nein, wer glücklich ist, macht ja nicht weiter. Und das ist ein mega Punkt, entwickelt sich nicht weiter. Was uns eigentlich verbunden hat, das war jetzt nochmal, das war diese offene Diskussion. Mhm. Und wir haben uns jetzt zusammengesetzt und haben unsere Weine verkostet und haben uns gegenseitig irgendwie die Welt erklärt, wie schön bunt sie ist, sondern wir haben uns gegenseitig gebattelt, was das Thema betraf. Ja. Und nur so ging es weiter. Mhm. Und das war das erste Mal, wo in Rheinhessen wirklich auch dieser konstruktive, kritische Geist eigentlich final durchgeschlagen hat. Mhm. Und hat sich nicht gegen, normalerweise, wenn Winzer zusammensitzen und trinken zusammen ein Glas Wein, oh, ist ein schöner Wein, oh, das ist aber schön, das ist aber schön, Mann, das hier. So, das war für uns, das war so diese Mahnung, wir wollten auch raus aus diesem alten, aus dieser Dümmlichkeit. Und wenn man ganz ehrlich ist, also, das ist jetzt ein weites Feld, was ich gerade spanne, aber zum Beispiel, die Bundesjugendspiele werden abgeschafft, weil wir wollen ja nicht mehr irgendwie kritisch miteinander umgehen. Ja, so Mist, mein Erstgeborener, mein Louis ist gerade in Schottland, da ist jeden Morgen, wenn die aufstehen, Wettkampf. Mhm. Da geht's schon los. Man will der beste Werfer sein, man will der schnellste sein. So, und dieser Geist, das haben wir damals wirklich auch gehabt. Mhm. Wir wollten uns entwickeln. Und du kannst dich nur entwickeln, wenn du auch mal verlierst, wenn du deine Grenzen aufgezeigt bekommst, wenn du dir Gedanken machst und wenn du quasi im Trainingslager an dir arbeitest und wenn du evolutioniert bist. Und das war das, was uns, glaube ich, damals auch unfassbar weitergebracht hat, auch mit Message in a Bottle dann, wo dieser offene Geist herrschte. Aber irgendwie habt ihr auch so ein Vertrauensverhältnis gehabt, weil ihr konntet ja auch das Visier abnehmen. Weil wenn du jetzt sagst, der Philipp war sehr laut, ich schätze, du warst auch laut vielleicht, und, ne? Aber man konnte irgendwie das Visier abnehmen. Dieser offene Streit braucht natürlich extrem viel Vertrauen. Und auch, dass es immer im Raum bleibt und dass man mal die Klappe hält. Aber es braucht natürlich auch irgendwo so ein Das hat auch mal gerappelt. Das soll auch mal Schnepper im Gewirr. Ja, genau. Da muss auch mal halb Jahr mit einer gerettet. Ja, das ist bei uns nicht. Bei uns nicht, aber da mit dem da. Also, ich muss gestehen, es ist die letzten 10 Jahre streiten wir nicht mehr. Nee. Früher haben wir oft gestritten und ich gestehe, dass ich oft schuld war, weil ich bin dann irgendwie, ich habe mich aufgeregt und bin dann dagegen gerannt. Und er mag das überhaupt nicht. Hau ist keiner, der streiten will und eigentlich auch nicht streiten kann.
Der reagiert dann mit Rückzug. Ich würde gerne die Caroline kurz anrufen. und das ist halt, mein Problem ist, man könnte auch sagen, ich bin manchmal auch ein bisschen streitsüchtig. Also wenn ich was am Diskutieren bin, wenn es inhaltlich mich berührt, dann höre ich nicht auf. Und das kann schon auch anstrengend für den Gegenüber sein. Das war also, ja wichtig. Ihr seht, ich bin gerade in einer milden Phase, dass ich das so zugeben kann. Ja, aber diese Streits waren ja wichtig, weil nur da. Wenn der mal 50 ist, wird es auch. Das ist wieder besser. Machen wir alle drei Kreuze. Das dauert ja nicht mehr lang. Wie bei uns. Die nächsten 5 Jahre noch. Okay, Daniel, jetzt haben wir eure zwei Weingüter, die haben wir aufgezählt. Daniels Weingut. Also, Wagner Stempel, Sievershalm. Ja. Golanhöhen nennst du das. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Nee. Ganz, ja. Aber es ist Rheinhessische Schweiz. Rheinhessische Schweiz ist halt wirklich ein genau entgegengesetzt, also die Grenze zur Nahe, die Nähe zur Nahe. Ja, auch und, der nördliche Teil so ein bisschen, ne? Genau, und Bad Kreuznach ist ja nur 10 Kilometer entfernt von uns und die Lagen sind halt geprägt bei uns von vulkanischen Böden, wie im Gegensatz zu dem südlicheren Rheinhessen, was alles Kalkstein geprägt ist. Seit 10 Jahren beschäftige ich mich ja mit Fürfeld und Fürfeld ist wirklich direkt an der Grenze zum Bad Kreuznacher Stadtwald. Das ist auch die Heimat meines Vaters, ne? Genau, mein Vater kommt aus Fürfeld. Ja, okay. Das sind also der Eichelberg, auf dem die 1 Hektar mittlerweile Riesling sind. Das ist der höchste Punkt in Rheinhessen. 365 Meter. Ja. Okay. Und das ist halt alles ein bisschen wilder. 350 Meter. 365, ja. Groß. Ist alles wilder bei dir, habe ich auch den Eindruck. Ja, es ist halt. Aber das ist auch. Die Typ-Story ist ja so. Hau ist ja Typ Weingutsdirektor à la Bordeaux. Mhm. Und Daniel ist halt so ein bisschen Artisan. Ich bin eigentlich orientiert, ja. Handwerklich mit dem Schafwell jeglische im Wingert, ganz entspannt und in aller Ruhe. Und du bringst ihn auch nicht aus der Ruhe. Nein. Und im Notfall hat er auch mal 3 Tage kein Handy einstecken, du kriegst schon nicht, weil er gerade irgendwie keinen Bock hat. Oder für das Vieh machst du gerade Heu. Oder das ist eine eigene Welt in Sievershalm. Ich und eine schöne Welt. Ich habe dieses Jahr in unserer Jahrgangspräsentation im Frühjahr. Ich weiß, er war es nämlich nicht da. Da habe ich Heu gemacht. Weil er Heu gemacht hat, morgens war er nicht da. Das war lustig. Aber da hatte ich das Gefühl, deine Frau war kurz ein bisschen verstimmt. Ja, die war ein bisschen sauer. Ja. Aber das ist ja wirklich auch dieses Dreieck. Der Daniel, bei ihm ist das Landwirtschaftsthema noch viel tiefer drin als bei uns beiden. Mhm. Bei mir war es relativ früh raus, du hast es noch gehabt. Bei dir ist natürlich, und das ist das, was dich von uns beiden total unterscheidet, du denkst, deine Meinung muss auch noch in Verbänden, muss politisch und muss prinzipiell nach außen getragen werden, wer es hören will oder nicht, ist gerade egal. Und dann engagieren wir uns aber noch davor. Und deswegen, das ist eigentlich auch eine unfassbare Story, dass der Philipp, ich habe es ja vergessen, es gab noch nie einen VDP-Vorsitzenden, der so jung war wie du. Und der es geschafft hat, in den jungen Jahren mit seiner Meinung, mit seinem Auftreten, mit seiner Forschheit zu sagen, so, was ihr gemacht habt, war alles Mist. Und jetzt kommen wir Junge und wir nehmen die Alten zwar noch mit, wobei dann, aber ihr macht jetzt, was wir wollen. Anders, aber jetzt geht's. Und wir werden jetzt uns in eine neue Zeit transferieren. Und die Power, die hätten wir beide nie gehabt. Also nie, weil wir beide viel zu sehr mit uns, also du mit deinem, ich will jetzt nicht sagen, aber trotzdem. Ich kann es nicht sagen. Deine Schafe. Und ich muss ja gucken, dass ich irgendwas von irgendwann habe. Ja? Und dann kam der Philipp ums Eck und er sagt so, und ich habe die Power und ich kriege das beides hin. Ich kriege den Betrieb entwickelt. Und bekommt aber auch politisch und im Verband, das kriege ich auch noch gerissen. Und das war eine Riesennummer. Also das ist aber bis 98 gab es auch noch einen Landwirtschaftsbetrieb bei Wittmanns. Ja, bis Anfang der 90er. Ja, Anfang aber der du hast ja gar keinen Landwirtschaftsbetrieb. Ich war 97 war ich bei euch und da habe ich noch auf der Egger geschafft. Echt? Hast du deine Lehre gemacht bei Wittmann? Ich hatte mal die Rolle Betriebshelfer gemacht. Ach so, okay. Ich war da mal Betriebshelfer, weil Philipps sein Vater in der Zeit im Krankenhaus war. Und da war ich Betriebshelfer und dann habe ich die Ecke gescheibt. Das stimmt. Siehst du? Was ist denn gescheibt? Also mit der Scheibenecke Stoppelbearbeitung. Ah, verstehe. Okay. Wann war das? 97. Und 97, als Daniel Betriebshelfer war, war er auch bei mir im Hotel. Genau, da war ich auch bei ihm.
Ich hab mir was gebrochen. Also die Story ist sensationell. Also ich habe Betriebshelfer gemacht, also als Zivildienst. Ja, okay. Als Zivi habe ich Betriebshelfer gemacht über die Cash, also über die evangelische Kirche. Wie hast du das hingekriegt? Da hast du doch der Dame da schöne Augen gemacht, die das eingeteilt hat. Das war sehr geschickt. Ja. Und da war ich ein paar Monate beim Philipp und auch nachher später. Ich war dir, weil du die Treppe runtergefallen bist. Ich hab den Fuß gebrochen. Ja, irgendwas hängt immer schräg weg. Das Schöne ist, das war die Anfangszeit. Das Weinguts Battenfeld Spanier. Der Co. war ja damals der Henry Battenfeld, sein Nachbar, der auch ein sehr intellektueller, cooler Typ war. Herr O. schon mit sehr viel handwerklicher Detailliebe ans Werk gehend und mit vielen Ideen. Der Henry Battenfeld so ein bisschen das schöne Leben kennend, aus einer reichen Familie kommen, gut so essen gehen, trinken und die zwei als Kombi waren natürlich haarscharf. Und aber Herr O. natürlich auch so ein bisschen künstlerisch begabt, hat da angefangen, dann wieder doch was anderes gemacht und wie auch immer. Und dann war der Daniel als Betriebsleiter und hat gesagt, also Oliver, das ist alles scheiße. Das musst du anders machen. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen aufgeräumt. Wobei jetzt, als wir durch seine Weinberge gefahren sind beim HO, war das alles sehr ordentlich. Das ist mittlerweile auch alles sehr professionell. Aber er macht es nicht mehr selbst. Wollt ihr das sagen jetzt? Aber die Anfangszeiten waren ein bisschen holprig. Das ist natürlich. Das ist der Typ Gutsdirektor. Aber da ist er sehr professionell. Typ Gutsdirektor, der jeden einzelnen Rebstock kennt. Also keine Frage, weil sonst wäre auch all das nicht möglich, auch in der Güte und in dem Detail. Aber es ist halt die Herangehensweise, die anders ist. Und aber der Haus ist ja noch der eine der Winzer, der auch ein Bingert ist. Und du bist ja auch im Keller. Also Gutsdirektor hört sich immer so an. Aber ich hab den Spanier früher dafür geliebt, für diese Direktheit zu sagen, ach komm, jetzt fahren wir mal nach Paris oder jetzt machen wir mal einfach, ist jetzt egal, lass doch alles mal. Oder sei es, wir gehen jetzt einfach Mittagessen. Obwohl wir irgendwas am Machen war, egal, wir gehen jetzt Mittagessen. Okay. Das hat er, glaube ich, heute noch. Die Caroline kämpft da wahrscheinlich heute noch damit, dass du diese... Jetzt für sie aber das ist natürlich, wenn du das mal mitmachst, ist das natürlich genial, weil das so ein brutales Gefühl von Freiheit ist, einfach dann zu sagen, jetzt mache ich gerade mal, was ich will. Mhm. Und ich glaube, der Hau ist ein Typ, der lebt sein ganzes Leben so und das ist eigentlich beneidenswert. Aber der Battenfeld, der war halt wirklich total frei. Also wirklich frei. Der zog im Winter Birkenstock an, ohne Socken und Pelzmantel. So lief der da auch eben darum. Auch bei dir im Keller? Oder er hat sich überall nie Gedanken gemacht, was andere über ihn denken. Das ist natürlich groß, wenn man das wirklich freigeistig. Und dann kam der immer, cool. Und er hat so eine hohe Stimme gehabt, was machst du gerade? Ich so ein bisschen Wasser und Olui. Und komm, wir gehen zu Tisch. Wir gehen zu Tisch. Wir gehen zu Tisch. Und dann sind wir, also im Monat, eher zweimal statt einmal sind wir in die Bergelil ins Elsass gefahren. Ah, wie cool. Das ist ja von uns nicht weit. Ja. Und das war auch sehr, ich war damals 18, 19. Und das war einer der Gründe, wie ich dieses Bohemian, dieses Wein, was ist das überhaupt? Dann habe ich Weine getrunken, wo ich gedacht habe, boah, schmeckt das gut. Und was wir machen, ist wirklich alles, also was wir machen, alles grausam. Damals gemacht haben. Mhm. Da müssen wir raus. So. Und damals war Elsass natürlich in der Auberge Lille, Karte hoch, unter, links, rechts. Aber es war schon Burgund, es war ein bisschen Bordeaux dabei. Es war faszinierende Zeiten. Mhm. Da hat er mich wirklich auch hat mir die ziemlich beeindruckt, hat mir den Winkel geweiht. Das ist eigentlich geil, wenn man so jemanden hat, der so mitnimmt, oder? Das Resultat von dem, was der Herr O. da quasi in seinen Anfängen erlebt hat, endet dann in solchen Weinen wie der CO aus 2015. Und ich glaube, da musst du jetzt schon ein bisschen. Ist das der erste Wein, der in Bordeaux vertrieben wird? Ja, ist das genau. So das von ist der, oder überhaupt deutscher Wein wird ja nicht, ne? Aber der, ja. CO, der Name war damals, uns fiel nichts Besseres ein, Caroline Oliver, das war unser Hochzeitswein. 2006 haben wir geheiratet, 2005 war der erste Jahrgang und das ist im Zellertal, das heißt in den Löchern, das sind drei, vier Weinberge. Da haben sie kalt abgebaut und deswegen haben da Löcher gewesen. Ich fühle das auf der Etikett schreiben. Genau. Und in den Löchern. Und ein Kalksteinbruch und dann haben die Kalksteine abgebaut. Das sagt ja schon der Name, das ist also purer Kalkfels.
liegt aber weder im Frauenberg noch im Schwarzen Herrgott. Und es ist eigentlich, also nicht eigentlich, es ist Silberberg, aber es ist wirklich extrem abgeschlossener, separater Bereich. Mhm. Und da war klar, das hat immer im Fass besonders geschmeckt. Mhm. Also der Kaulings sagt, das füllen wir extra. Wobei 5 war ziemlich wild, war auch zu süß, muss man auch sagen. Und das war der erste Wein. Und das war diese Family Reserve. Also das sind diese Weine, die einfach das beste Fass im Keller, was besonders schmeckt und das bleibt in der Schatzkammer. Ja. Und irgendwann dann kam Jahrgang 2008, das war der erste Jahrgang, den wir in Bad Kreuznach versteigert haben. Was kurios war, weil es eben so funktioniert hat. Dann haben wir es aber schnell wieder weggenommen, dass es nicht zu teuer wurde. Und der Jahrgang 2017 ist jetzt der erste Wein, der in Place Bordeaux gehandelt wurde, als erster deutscher Wein überhaupt, als erster Riesling. Und erklär doch mal, wie das funktioniert, was das denn bedeutet. Weil das ist ja, wenn du das liest, in der Weinwirtschaft oder wie auch immer, ist es sehr, sehr abstrakt. Was bedeutet das denn au Detail? Also es gibt 11 Handelshäuser in Bordeaux. Mhm. Negos nennt man das. Und diese Handelshäuser handeln quasi die Weinmenge Bordeaux. Also jeder Premier Cru oder Zweiter, die kaufen alles von den Betrieben und dadurch werden auch die Preise gemacht. Und diese Weine liegen dann auch physisch bei diesen Negosbetrieben in Hallen. Also wir waren jetzt halt bei Geneste, das ist dieser Negos, der uns als erster aufgenommen hatte. Bei dem waren wir zu Besuch. Dann läufst du durch diese Hallen, die gigantisch sind. Da steht zum Beispiel 98er Haute-Brion. Steht im Regal. Original vom Weingut, perfekte Kondition, gelagert etc. Und das ist das Bordeaux-System. Und so, also die wissen quasi, eigentlich ist es eine Börse. Das ist kurios. Also wenn du in das Büro reingehst, hängen da Bildschirme an der Wand. Und dann sehen die weltweit, wo gerade Wein nachgefragt wird, zu welchem Preis. Dann sagen passen sie die Preise an. Wir haben noch 200 Flaschen Haute-Brion 98. Mhm. Die können wir heute auf den Markt geben, weil der Preis ist gerade im Moment Hammer. Da sucht jemand Wein. Verrückt. So, total verrückt. Und die haben aber auch gemerkt, die Welt ist eben nicht nur Bordeaux, sondern die Welt ist natürlich auch USA, speziell Napa Valley. Die Welt ist auch Rhône. Und somit hat es ein bisschen durchgetröpfelt und die Welt ist auch mittlerweile, wenn es um Weißweine geht, deutscher Riesling. Mhm. Das ist eigentlich diese Story. Es geht nicht um uns, also da darf man auch nicht zu eitel sein. Aber die Welt ist auch, wenn es um große, trockene, feine Weißweine geht, deutscher Riesling. Und das war jetzt so der erste Stein, der in der Mauer fehlt. Und da werden jetzt auch noch andere kommen. Aber da ist man schon stolz, wenn man da als Erster... Wenn du anfängst, damit jetzt stolz umzugehen, wird es dir irgendwie die Kniescheiben zertrümmern. Da bin ich relativ abergläubisch. Und Kniescheiben zertrümmern ist doof. Aber so ein bisschen, nicht so ein bisschen, man, dass man sagt, das ist schon geil jetzt. Das war wie so oft, und das haben wir alle drei, wie wir hier sitzen, es gibt diesen einen Moment, da hattest du einfach Glück. Punkt. Und anders darf man es nicht definieren. Das war dieser Moment. Auf euer Glück. Auf unser Glück. Wenn der Philipp vorsichtig wird, wisst ihr, was los ist? Es ist relativ einfach. Ich habe vor dieser Folge heute gewusst, dass das extrem lecker wird und ich würde gerne enden, ohne zu lallen. Ja, okay, das verstehe ich. Also, aber zum Thema junge Kram dabei haben. Ja. Wir haben ja jetzt dieses Jahr von dir wunderbare, junge Kram. Gereifte Kram. Nein, also du hast eine Wahnsinnsveranstaltung gehabt dieses Jahr. Mhm. Das muss man schon mal hervorheben. 25 Jahre. Nee, 30. 30 Jahre. 30 Jahre Wagner Stempel. Boah, ich war da und habe nichts mitgekriegt. Und 20 Jahre Herkretz. 20 Jahre Herkretz. Ja. 20 Jahre Herkretz. Ja. Herkretz, eine sehr berühmte Lage. Mhm. Nee. Heute schon. Ja, mittlerweile. Damals nicht. Ja. Ist eigentlich dir zu verdanken. Ja. Ihr seid da durchgebreddert mit dem Motorrad, habt gesagt, da machen wir was draus und du hast was draus gemacht. Ja. Und was du draus gemacht hast, haben wir dann jetzt alle schmecken dürfen bei dieser tollen Veranstaltung. Da war ja das Who is Who der Weinwelt da, muss man sagen. Da war ich auch wirklich ein bisschen... Das absolute maximale Who der Who. Ja. Das war wirklich... Sind alle Daniel hat gerufen, alle sind gekommen. Also... Sensationell. Sensationell. Tolle Veranstaltung. Ja, aber man muss auch sagen, dass... Nix aber. Es war halt leider kein Heu zu machen an dem Tag. Ja, genau. Und die Schafe waren eingeweidet. Also es war kein Sau zu stellen. Daniel, blieb nichts anderes übrig als der Veranstaltung beizuwohnen. Leider. Aber Daniel, tatsächlich, wir haben uns vorher getroffen. Und das ist ja, was die beiden sagen, durchaus richtig, weil du hast gesagt,
ich wünschte, es wäre schon rum. Ne? So, und habe ich gesagt, ja, warum? Ja, weil so... Ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Ja, stehst nicht so gerne im Mittelpunkt. Das ist mein Thema. Ja. Aber willkommen in unserer Sendung. Da stand ich halt, im Mittelpunkt. Und, aber es war, war toll. Es hat viel Spaß gemacht. Ja. Es waren tolle Leute da und es war eine gute Stimmung und es war entspannt. Und ich war auch glücklich über diese 20 Jahre Herkratz, die da auf dem Tisch standen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Diese 20 Jahrgänge. Jeder, der die an dem Tag verkostet, sah strahlt. Was für eine Reihe. Wie großartig, einen Weinberg so kennenlernen zu dürfen. Über 20 verschiedene Jahrgänge. Zum einen die Konstanz, die Charakteristik der Herkratz jedes Jahr zu schmecken. Aber auch die Fähigkeit eines Winzers, 20 Jahrgänge so zu vinifizieren, sei es wie es sei da draußen vom Wetter her, dass es wirklich richtig gut ist. Also stilistische Wellenbewegung, mal ein Tick zu süß oder nicht zu, aber ein Tick süßer. Und trotzdem kommt immer wieder die Lage vielleicht, durch das vielleicht Terroir. Kann ich es war faszinierend. Da noch was dazu sagen, weil immer vorhin war das Thema Süße und Opulenz und Reife. Als es so losging, so die ersten Jahrgänge Herkratz, die waren mir eigentlich immer so leicht und so karg und so sauer so puristisch. Und was ja eigentlich toll ist, ich habe eigentlich 10 Jahre gebraucht, um das erst schätzen zu lernen. Und davor war es immer so, dass ich dachte, ich muss das eigentlich, das muss doch eigentlich auch mal so diese gelbwürzige, volle Power haben, wie es auch in der Pfalz. Ich habe auch viel mit Pfälzern probiert, aber auch mit euch natürlich auch. Und dann habe ich angefangen, das eigentlich einen Tick zu spät zu ernten. Das wurde dann überreif geerntet. Ich erinnere an 2008, da haben wir telefoniert und da haben wir immer gesagt, die Botrytis wird es richten. Komme aber. Ja, weil wir hatten das Mostgewicht gefehlt. Der kreative Streit. Ja, ja. Und halt beide auch war hauinfiziert. Eben. Es gab so. Das war so. Da war der Philipp. Jetzt lass mich doch mal reden. Ich verweise die beiden mal kurz der Sendung, dass wir uns mal unterhalten können, Daniel. Furchtbar. Vielleicht trinken wir aber erst noch mal Schluck. Nee, nicht furchtbar. Komm. Also sehr schön. Also auf jeden Fall habe ich das dann eigentlich vielleicht einen Tick zu spät geahndet, weil ich dachte, so ein bisschen überreife. Du auch. Du warst auch ein Fan davon. Ja. Und dann kam eigentlich mit dem Jahr 2,5 war brutal süß. 2,3, gut, ist ja jahrgangsbedingt. Ja. 2,4 war kühler, 2,5. 2,6 war zu spät gelesen, das war Botrytis. Darf ich kurz was zwischen reinwerfen? Ich habe vorhin, als ich überlegt habe, welche Weine bringe ich heute mit, eine Flasche 2003 Herkratz und eine Flasche 2003 Frauenberg in der Hand gehabt. Und habe kurz überlegt, es wäre halt schön gewesen, aus meinem Keller eure zwei Paradenlagen mitzubringen. Lustig, ich habe dann aber tatsächlich gedacht, der dreier Jahrgang, damit kannst du es nicht so besprechen, wie es eigentlich ist. Deshalb habe ich es dann nicht gemacht. Aber jetzt bist du wieder dort. Ja, okay. Und dann wurde das halt gar gelesen. Also gar heißt überreif. Also wenn es so gerade so übergeht von goldgelb zu violettfarben, und dann kriegst du halt diese volle Power und diese volle Fruchtreife und auch diese Opulenz in die Weine und dann hat das meistens dann nachher noch 5-6 Gramm Rest sogar gehabt. Und ich würde sagen, so mit dem Jahrgang 2011, 2010, 2011, vielleicht auch 2012 kam gewisse stilistische Weiterentwicklung in die großen Gewächse. Damals war das wirklich zeitgeistig. Ja, das ist immer das große Thema. Das war die Opulenz, wie auch Parker im Bordeaux. Genauso. Viel Weine hochbewertet hat mit viel Alkohol, mit viel 14, Dichte. 15, so hat uns das damals halt auch geschmeckt. Aber ich kann nur sagen, wir haben die ja jetzt alle hintereinander probiert. Ja. Die standen ja alle wieder eins im Glas. Also ich meine, der 2002er war ja, glaube ich, der erste, unglaublich frisch. Und dass eigentlich der Mensch in seiner Hybris sich da überhaupt nicht so wichtig nehmen soll. Am Schluss geht es nur um die Hände. Aber auch wie man es macht. Der Daniel hat es ja trotzdem richtig gemacht, weil diese Entscheidungen damals, in ein bisschen Überreife zu gehen, war natürlich in diesen kühlen Jahren 2,1, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8,
Das sind alles kühle Jahre gewesen. Ja, da hast du auch Reife gebraucht. Und wenn es grün und dünn schmeckt, macht es auch heute noch keinen Sinn. Und wir haben ja heute einen neuen Zeitgeist, den, wo wir drei uns schon so ein bisschen wie die alten Deppen fühlen. wo man gerne extrem früh erntet, grüne Aromen in Kauf nimmt, barbarische Säure und dann hier noch stolz drauf ist und dann ein Kabinett draus zu machen, der dann 50 Gramm Restzucker hat oder 45 und 13 Promille Säure. Das ist halt tatsächlich ein ganz neues Ding wieder, ja. Aber es ist für mich ist voll okay, wenn das jetzt eine Nummer ist, dann sollen die Jungs, die das wollen, das spielen. Aber das ist letztendlich auch wieder so, das ist ein stilistisches ein Playing Ground, ja. Wenn es um echte Herkunft geht, geht es um was anderes. Exakt. Und, aber ich war glücklich über diese 20 Jahre Herkunft. Das freut mich. Und ich wollte wirklich, was ich jetzt, und, ich habe ja keine Ahnung, aber ich fand schon, dass man ein Hauch Winzer Handschrift spürt man ja. Mhm, ne? Klar. Und man spürt schon, das hatte ich das Gefühl, dass, weil ihr sagt, die Lage scheint, die scheint ja auch. Übrigens haben wir 21 Hektar zum Glas. Ja, grandios übrigens, ich finde. Wo ist das karg? Es ist man sieht schon, dass du auch ein bisschen die Stilistik hast, halt einen Tick verändert zwischendurch. Ja. Aber das finde ich ja auch so schön, wenn man so viele Jahrgänge spürt, also, dass man den Zeitgeist mitspürt. Das ist das wichtige Wort dabei. 20 Jahre gehen nicht um, ohne dass man sich persönlich verändert und die Umwelt sich verändert, die Moden sich verändern. Mhm. Wenn ich, schaut euch die Hosen an. Wenn ich sehe, ist wieder sehr in. Nein, vor allem auch die, ein Stück weit zählt das dazu. Wichtig ist, wenn das Thema Herkunft was Zeitloses ist, wenn das Thema Herkunft dazu da ist, um klassisch was Großes zu machen, was bleibt. Dann muss dieses Element im Vordergrund stehen und dann darf gerne der Zeitgeist reinspielen, weil es ist doch mega cool, wenn du weißt, okay, ich probiere 1998, ja klar schmeckt der so, der schmeckt wie ein typischer 98, weil damals haben die so und so getickt. Mhm. Und warum schmeckt 2008 wie 2008 und warum schmeckt der 18er so? Weil die da so und so getickt haben. Ja, genau. Also irgendwo auch sagen, wir sind schon auch irgendwie durch Stahlbäde und auch verrückte Zeilen gegangen, weil. Und das waren so die großen Zeiten der Weinführer, das waren die großen Zeiten auch der Magazine, auch der Weinmagazine, wo ein Stück weit auch immer was für uns hergetrieben wurde. Und wir haben uns treiben lassen. Ja, das ist richtig. Und im Nachgang kann man sagen, das war nicht ganz so schlau. Der Philipp ist den Trends nur ganz selten hinterhergesprungen. Aber wenn deine Lage komplett unbekannt ist, wenn du unbekannt bist, wenn versuchst du ein bisschen das mitzumachen, dann brauchst du einfach auch den einen Moment, wo irgendwann die Scheinwerfer auch auf dich geleuchtet werden. So. Und da mussten wir leider beide durch. Das war die Grausamkeit letztendlich, also außerhalb des VDPs, außerhalb der Aufmerksamkeitsschwelle. Mhm. Und das war schon irgendwo, und da würde man so im Nachgang schon sagen, man hätte das ein oder andere ruhige, aber elegante und ein bisschen entblößte. Ja, eine Entwicklung einer Stilistik ist eigentlich immer wichtig. Also, ja, das bringt dich ja auch persönlich. Wir machen das ja so, dass es uns schmeckt. Ja, so, und nicht, wir machen uns ja eigentlich nicht nach dem Maß. Es ist jetzt schön, dass wir sehr lange in dem gesamten Gespräch zurückgeschaut haben und erklärt haben, wo wir herkommen und warum vieles so ist. Ja. Wichtig ist mir aber, oder uns glaube ich allen, wir sind mitten in der Zeit. Voll. Ja? Das heißt, letztendlich das, was heute in den Gütern gemacht wird, das ist top ohne Frage voll in der Zeit und gibt auch ein Thema vor. Mhm. Wir können stolz drauf sein, wo wir heute stehen. Mhm. Es ist schon bereichernd. Großartig, mit wie viel Selbstbewusstsein, mit viel Selbstverständnis und Know-how heute aus den großen Terroirs unserer Region Weine gemacht werden. Aber, und deshalb haben wir den Blick zurückgemacht jetzt bis dato, weil am Ende muss man fairerweise schon sagen, wir haben es entwickelt. Ja? Also nicht nur wir, um Gottes Willen, Klaus-Peter Keller plus viele, viele andere
gehören da dazu. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Auch genial in der Generationsübergegend zum Teil. Nehmen wir den Johannes Hasselbach, der mit Gunderloch heute in einem ganz großartigen Selbstverständnis auch noch sehr jugendlich daherkommt, obwohl der eigentlich auch nicht jünger ist wie wir. Nee, nur um es mal zu sagen. Nein, aber deshalb, die Region ist bunt und spannend. Der Knewitz, der in Appenheim oder die Bischels in Appenheim. Es ist einfach schön, wie sehr diese Region ihre Herkünfte heute pflegt und wertschätzt. Mm. Und ich finde, Wein soll auch immer ein bisschen auch mal zur Diskussion anecken. Deshalb finde ich auch neue Stilistiken cool. Mhm. Was mein Wunsch nur ist, ich hätte gern, dass Herkunft bleibt. Yeah. Und das ist mir wichtig. Und mir fehlt hier und da Mut. Ein Stück weit. Ohne den Buben da. Aber hier und da würde ich mir wünschen, weil ich schon wieder eine Generation von unten kommt. Und da würde ich mir mehr Mut wünschen. Und wie der Mut aussehen würde, das ist mir völlig egal. Ob es jetzt wirklich dieses pure Naturwein ist, etc. pp. Aber mehr Mut und Charakteren und wache Geister und lässige Typen. Und lässige da sind wir wieder an dem Punkt, den der Philipp vorhin gesagt hat, ne? Wenn was auch mal ein bisschen anders ist. Was oder anders ist, so ausprobiert, das möchtest aber, du gerne mal sehen. Und es ist schwerer heute. Es ist einfach schwerer heute, weil erstens, man musst du gegen die ganzen Etablierten anstinken. Dann also gegen du, euch. Dann brauchst du auch eine Idee, die irgendwie funktioniert. Aber jetzt nimm, ich nenne jetzt einen Namen, nimm Moritz Kissinger. Der macht überragende Weine, der geht einen ganz eigenen Weg und ist ein Vorbild für die Nächsten. Ja? Der hat beim Daniel übrigens gelernt. Echt, der hat bei dir gelernt? Ja. Und bei mir im Nachbardorf, siehst du? Das ist ein Beispiel dafür und auch jemand, der Herkunft ernst nimmt. Aber Naturwein mehr so, ne? Ja, und auch mit Charakter und über Naturwein per Definition können wir natürlich sowieso streiten. Bis morgen früh. Das ist ja nicht mehr die Frage. Aber noch eins zu dieser Veranstaltung. Hast du denn selber an diesem Tag, der Präsident, hast du da wirklich zum ersten Mal diese 20 Jahrgänge auch verkostet? In einem Durchjahr. Okay. Was wäre denn gewesen, wenn jetzt einer total nicht performt hätte? Also ich habe sie alle aufgemacht und vorprobiert an dem Tag. Okay. War aber ganz glücklich und ganz zufrieden damit. Der wusste, dass das gut ist. Ja, alle wussten es ja. Ich kenne die Weine ja schon alle in sich, aber noch nicht alle 20 in dieser Reihe. Ja. Die waren natürlich auch so wie beim Philipp unter der Kellertrip. Gut gereift, gut gelagert und alle vorprobiert, also auf Kork und so weiter. 21er Hecke. Ja, sag mal was dazu jetzt. Du musst jetzt mal über die Hecke jetzt mal erklären, was das eigentlich beinhaltet. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das geschmeckt hat. Ja, ich auch nicht. 21, wir müssen den Haushalt. Die Weine werden für eine nächste Aufnahme nochmal gebraucht. Philipp nimmt alles nach Hause, so ist das hier. Ich sagen wir doch mal der Name, ne? Das würde mich mal interessieren. Kam da früher so ein römisches Heer an, hat gesagt, ich kriege die Fetz, wenn ich da runter. Es gibt verschiedene Versionen, wo der Name herkommt, weiß man nicht so richtig. Also es gibt Heereskreuz. Es gibt eine alte, es gibt wirklich im Tal eine alte Heerstraße wohl, die auch von Napoleon genutzt wurde. Mhm. Es gibt mehrere militärische Bezeichnungen von Einzellagen. Frankreich. Zum Beispiel das Büchsenstück. Ja. Okay. Also das Büchsenstück ist auch also von der Büchse, also von eure Lagennamen heute. Der eine hat in den Löchern, der andere hat ein Büchsenstück. Ja. Beim letzten Mal war es besser, da ging es um Gerümpel und Forst. Da waren wir nicht so auf dem schlitterigen Parkett unterwegs. Also, ich möchte nichts interpretieren. Also es gibt verschiedene Versionen, also auch gibt es, dass Heerscharen gekratzt haben im Boden, um die Lage rüber zu machen. Mhm. Dann gibt es eine alte Bezeichnung Heer, die abgeleitet ist von Haar, also von dem Flachs. Okay. In der Heergrätz sind besondere Disteln gewachsen, die benötigt wurden, um das Flachs, also das Haar, zu dörren, also zu herzustellen. Also in der Ortschronik könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Wollen wir ja auch nicht. Auf jeden Fall lag die Herkunft brach. Darf ich mal kurz sagen, würdest du sagen, der Hau ist ungeduldig? Also, Hau, merkst du eigentlich, dass die Nies eigentlich für ihren eigenen Podcast mit dem Daniel macht? Ich bin schon langsam ein bisschen ausgegrenzt. Ja. Die zwei unterhalten sich da die ganze Zeit. Oh. Ja, aber ihr labert doch die ganze Zeit. Alles Scheiß, nichts mehr, ist nochmal so.
Was ist eigentlich Käsekringel? Guck mal, das sind unsere Plätzchen. Das sind unsere Born to be Wild Plätzchen. Kekse eigentlich. Kekse. Also, aber von Mutti gemacht. Also pass auf. Um ernsthaft mal ganz kurz zu charakterisieren. Ja. Das ist wichtig. Es lag halt viel brach. Weil es halt steil ist und karg ist und steinig ist. Und dort in Rheinhessen ist es ja so, dass du ja überall Wein machen kannst. Mhm. Ja. Und dann sind halt in den 60er, 70er Jahren, wo es halt einfacher war, Spätlesen mit Neuzüchtungen zu machen, sind halt die Lagen halt brachgefallen. Weil sie schwierig zu bewirtschaften sind. Genau. Ja. Und da haben wir wirklich die letzten Jahre die letzten 15 Jahre eigentlich sehr viel rekultiviert. Und ich sehe mich da ja schon wirklich mittlerweile ein bisschen auch als Landschaftspflege mit meinem Viehzeug da und die schöne Mauern wieder aufzubauen und so weiter. Ja. Das macht ja auch Spaß. Also das ist ja auch eine Herausforderung. Also man muss sich das so vorstellen, das sieht anders aus als im Wonnegau. Das ist alles irgendwie wilder. Es hat so ein bisschen was Schroffes auch. Mhm. Und es sind die Vorboten des Hunsrücks. Ne? Also dann kommt dann noch das Nahtal, was dann nochmal so seine grandiose Flächen hat, wo du sagst, okay, das ist fast martialisch. Also wenn du halt irgendwie Norheim bis Oberhausen läufst und weiter an der Domain vorbei, das ist natürlich immer richtig, das sind Lagen, wo mit Donnerhall, wo du erschauderst. Mhm. Herkretz ist so ein bisschen wildromantisch wie das hintere Nahtal. Das ist schon so ein bisschen, dass du sagst, okay, da sind auch noch Weinberge. Und dann gehst du aber mal tiefer, dann siehst du toller Boden. Dann siehst du auch, welche Tradition das hat, wenn du die alten Reben siehst. Und wenn du jetzt den Wein probierst, da wollte ich die ganze Zeit schon drauf hinaus, aber keiner hat da ja mal Milch gegeben bisher. Erzählt mir doch mal, wie schmeckt denn Herkretz? H.O., erzähl du mir's. Also, das Faszinierende ist, Herkretz ist komplett unique. Es gibt keinen Wein, den man irgendwo her kennt, wo man sagt, das erinnert mich an. So fängt ja immer Weinbeschreibungen, wenn man es probieren würde, fangen die Weinbeschreibungen immer, mich erinnert das an. So. Mhm. Und das ist ein Wein, der ist komplett outstanding, weil er unique ist. Und das ist das Faszinierende an dieser Herkretz, was Daniel da letztendlich auch damals noch mit deinem Vater, mit Lothar, mit dir, was ihr geleistet habt. Weil was dich immer genervt hat, diese Leichtheit und diese Eleganz und diese Finesse und trotzdem diese Mineralik, die dir ja ins Gesicht springt, dass es dir fast wehtut. Und trotzdem hat es dieses ganz leichte an Frucht, anheimelnde, elegante, so wie du Daniel letztendlich auch ist. Ja. In seiner Eleganz. Oh, schön, oder? Und das ist, und so haben wir hier. Ich muss ehrlich sagen, dann finde ich das Attribut romantisch noch wichtig. Romantisch? Weil der Daniel ist auch ein bisschen romantisch. Daniel hat früher den Spitznamen Florian gehabt, weil der hat uns immer so schlecht aussehen lassen. Der kam immer an mit einem Blumensträußchen für die Mädels. Ja, wir waren alle schon da, dann kam der Daniel strahlend mit dem Blumensträußchen. Das war mir aber egal. Und dann was die sich und da haben wir gesagt, guck mal, da Florian wieder. Ja. So ist das. Ja, genau so war's. Aber das ist schön damit. Mache ich heute übrigens immer noch. Ja, ich habe gestern das ich im Garten schön. Und habe 200 Mal hoch. Ja? Nee, meine Familie ist ja gerade in Urlaub und die hole ich heute Abend ab. Und da habe ich extra gestern mich im Garten geholt und habe die in die Küche gestellt. Also, bei euch ist er jetzt unten durch, aber bei mir kriegt er jetzt schon ich sag mal, meine Mann gut zu hören. Ich hab Druck gemacht. Oh, Haro, ich liebe dich. Ich musste mich schon so zusammenreißen, viele Storys nicht zu erzählen. Was ist denn so die krasseste Story, Philipp, die du erzählen kannst? Du hast jetzt überall. Aber du warst mal mit dem HO campen, gell? Und da habt ihr. Das ist dein Sangiovese-Moment, kann das sein? Ende der 90er im Sommer sind wir in die Toskana gefahren. Mhm. Und dann war das halt auch so, da muss ich ja einfach beim HO von ausgehen, dass also ein schönes Hotel schon irgendwo dazugehört, wenn man irgendwo ankommt, weil irgendwo muss ja auch das schöne Auto geparkt werden und so weiter. War schrecklich. Und wir hatten halt Zelte dabei und haben halt wild gecampt auf so einem Steinhaufen. Aber mit dem HO. Mit dem HO. Ja.
Und er war aber er hat so, geparkt, er war also, er war Hotel. Also, er war, nein, er musste sich arrangieren und hat also erstmal ein bisschen gehadert mit seiner Situation und Sorgen gehabt. Aber dann hat sich eins rausgestellt, und das ist, das habe ich seitdem immer wieder bei ihm erlebt, er ist in der Lage, sich den Situationen perfekt anzupassen, weil er hat nämlich entsprechendes Material dabei. Material? Plötzlich wurde da eine Luftmatratze, die ungefähr so dick war. Auf dem Steinhaufen. Mit einem Fuß aufgepumpt, dass es da, also batteriebetrieben gab es das damals noch nicht. Das hat kurz lang gefragt, sonst wäre es nämlich schon, jetzt hätte ich mal gemacht, aber so weit waren wir damals noch nicht. Und schon war die Welt in Ordnung, weil die Steine waren besiegt. Der Spanier konnte auf seine schönen Luftmatratze liegen. Also so nieder. Und wir haben dann abends in der Nähe vom Siena, waren wir danach auf dem Campingplatz, haben tagsüber die besten Weingüter des Chiamis besucht. Mhm. Und abends haben wir dann auf dem Campingplatz gesessen, wirklich auf Holzkisten und sonst was, und haben halt große, wirklich große rote Weine getrunken. Von Todi, von der Oli. Und ein bisschen Käse und sonst was dazu. Und die Wärme der Nacht, wie sie im Süden so ist, dann mitgenommen. Das war schon, das ist ein Urlaub, an den erinnere ich mich heute wirklich noch, weil das war unheimlich pur, und das war halt ein Weinerlebnis, was toskanischer hätte nicht sein können. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich heute noch große Sympathien für die Weine habe. Mhm. Die Toskana, für ihn. Die ist eher beim Haus. Schwierig. Aber also, wir haben uns immer grundsätzlich orientiert an Regionen, die irgendwann einen Swing gefunden haben oder die Boden gezeigt haben und die Feinheit transportiert haben. Und das war das, was uns immer wichtig war. Deswegen Anfang der 90er, Mitte der 90er, Italien. Dann haben die aber auch überzogen. Heute geht sie auch wieder zurück. Und das hat uns letztendlich als Weinmachern und als Betriebsleiter oder Betriebsinhabern auch immer irgendwo viel Orientierung letztendlich gegeben. Was passiert eigentlich weltweit? Und das ist, glaube ich, was uns zwei verbindet, dass wir unsere Blicke extremst geweitet haben, auch kontinental geweitet haben, dass es uns nie irgendwas zu eng war, dass man auch mal hinflog, hat die Weine probiert, hat sich mit den Leuten dort unterhalten, da redet man nicht über nur Burgund, was ja vor unserer Haustür mehr oder minder ist, oder über die Champagne, sondern auch eben die große weite Welt. Und das ist, glaube ich, das, was uns am Schluss alle weitergebracht hat, prinzipiell. Auch die Kontakte zu haben. Und faszinierend ist, dass man heute, egal wo wir sind auf dem Planet, immer irgendwo Bekannte, Freunde. So, den Frauenberg, den kennen die Leute heute in der Welt, weil er genauso kosmopolitisch unterwegs ist, weil er einfach neugierig ist, weil er unterwegs war schon immer, weil er immer nach Qualität gesucht hat. Und der Frauenberg ist eigentlich unter H.O. Spanier erst zur berühmten Lage geworden. So wie die Herkratz bei Daniel. Und ich absolut. Und es ist natürlich, man muss ganz klar sagen, Kellers haben einen traumhaften Pinot Noir heute im Frauenberg. Mittlerweile, glaube ich, sogar auch Riesling im Frauenberg. Aber H.O. war der Erste im Frauenberg, der da ein Statement gesetzt hat, der in Weinberg hat hochleben lassen, in einer Form, wie es sonst nicht gab. Und für mich ist es heute immer noch so, ich bin ja sehr, sehr stark Kalkweintrinker. Ne? Ich stehe ich einfach total drauf. Es ist wahrscheinlich irgendwie Herkunft geprägt, wie auch immer. Für mich ist Frauenberg einfach der Weinberg, der mich glückselig macht aus der Kollektion von Bottenfeld Spanier. Ich muss gestehen, der schwarze Herrgott, an der Grenze zur Pfalz gewachsen und der Kreuzberg in der Pfalz, das ist schon auch, das berührt mich auch sehr, aber der Frauenberg ist schon irgendwie, da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut. Also das ist schon. Rück, zeig mal, ist das schon wieder da? Ja, das ist halt da. Man sieht sie nicht, der trinkt heute sehr geschlossen. Jetzt sind wir doch mal an einem wirklich coolen Punkt. Das Glück, dass du in Sieversheim die Herkunft hast, dass du in Westhofen in deiner Familie den Moorstein vor deiner Tür hast. Und das Glück, dass ich damals im Zellertal ich habe nicht immer eine Annonce gemacht, sondern es war alles reiner Zufall, als mich dieser Winzer damals anrief und sagt, ich habe hier 4000 Quadratmeter, wie sieht's aus mit dir, weil ich habe alles verkauft auf das, was ich immer, was unsere Familie geprägt hat über
Und die teuersten Fässer waren, keiner will es, weil es ist steil, es ist schräg, es ist felsig, es ist so, dass wir dieses Glück gehabt haben, das aber aufnehmen ja zu lassen. Und das war dieser Zeitgeist. Aber es war auch zu einer Zeit, wo du ja gar nicht, wo ihr ja noch gar nicht so viel Kohle hattet, das jetzt auch einfach so zu machen. Du bist ja auch gesprungen. Ja, und das ist der große Punkt. Also das Universum hat sich einen Spalt geöffnet, wir sind voll gesoffen reingefallen. Punkt, ins kommt mehr zugehen. Und das war das Großartige letztendlich an dieser Zeit. Voll gesoffen. Aua. Aua. Ja, so war's. Ich schätze sowieso beim Haro, diese, also das ist jetzt hier der falsche Platz, diese rein hessische Sprüche, die du und mir immer am Telefon reinhämmerst, die sind so krass. Immer wieder kommen die Momente, wo du diese Sprüche brauchen kannst. Ja, also die sind so original. So viel mag ich sagen. Die und sagen sie halt viel. Schon. Er ist schon ein Original. Also, also der Wein ist jetzt auch sehr geil. Toll. Muss man schon sagen. Ne? Das ist ein cooles Ding. 21. Ja. Ich muss sagen, für mich ist das ein Riesending. Ich habe beim HO im Keller verstanden, was Herkunft bedeutet. Weil ich tatsächlich Schwierigkeiten habe mit den Weinen vom Roten Hang. Und ich dachte, das, was mir geschmeckt hat, weiß ich heute, war ein Wein, der vom Roten Hang kam, der aber auch gleich in Weinholzhang geschmeckt hat. Es war also jemand, der immer mit der gleichen Hefe gearbeitet hat, das weiß ich heute. Aber die Weine, die nach Rotem Hang schmecken, die haben mir eben nicht geschmeckt. Und bei dir im Keller, wo wirklich Roter Hang neben Zellertal und sonst was direkt nebendran stand und ich das kapiert habe und dachte, ach so, aber das wird wirklich komplett gleich. Aber waren nur andere Hefehersteller. Sei doch nicht so. Nein. Für mich war das wirklich nein, natürlich, ein großer Moment. Du hast vollkommen recht. Ich habe wirklich was kapiert bei ihm. Und du hast vollkommen recht. Und es ist so, dass dieses von ein Stück weit von außerhalb kommen. Jetzt ist die Caroline original ganz nah am Roten Hang geboren mit ihrem Weingut. Aber der H.O. kam in den Roten Hang als Winzer, als Außenstehender. Genau. Mit einem Blick auf diesen Hang, den andere nicht haben. Genau. Und hat dementsprechend interpretiert. Schlüsse gezogen. Interpretiert. Genau. Und plötzlich entsteht da was, wo du dann, ich bin da voll bei dir, mir geht das genauso, ein kühlen Gillot-Pettental erklärt mir das Pettental. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, das ist so. Das ist so. Ja. Und ich möchte aber trotzdem nicht die Leistungen der Niersteiner Winzer deshalb irgendwie diskreditieren. Das soll man nicht falsch verstehen. Aber es ist trotzdem immer wieder hilfreich, wenn man von außen auf etwas raufschaut. Und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Und das ist das ganz große Thema. Und das ist das, was uns drei dann auch wieder irgendwo eint, dass wir immer prinzipiell, du mit Toskana, du natürlich relativ früh auch den Export angekurbelt hast. Wir können in Deutschland wahrscheinlich diese Weine in ihrer Klarheit gar nicht so wirklich verkaufen. Wir müssen auch irgendwo schauen auf Weinmessen außerhalb Deutschlands Grenzen, wo wir sind. Und das ist das, was uns eint, dass wir immer versucht haben, eine gewisse Internationalität und eine Weitung, eine Spreizung unseres Blicks zu kriegen. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. Kunst und Kultur. Ich kenne mittlerweile Weingüter außerhalb Deutschlands, die sind nur noch im Kunst- und Kulturthema unterwegs, aber da geht es gar nicht um den Wein. Es geht bloß noch irgendwie um die Selbstdarstellung. Und verschwinden wir es weiter. Insta. Also, aber ich sag Facebook. Mal so, bei euch gibt ja jetzt eine richtige Modelinie mit der Sansibar und so. Ihr macht ja jetzt quasi auch in Klamotten. Das hat nichts mit uns zu tun. Das ist die Sansibar. Also, aber ist das nicht auch crazy irgendwie? Ich bin neulich durch Rhein-Hessen gefahren und da sind so Kinder rumgelaufen, die haben so Polos angehabt mit eurem Logo-Fett drauf und so. Und dann Sansibar drauf und so. Wie crazy ist das denn irgendwie jetzt? Also HO goes fashion. Nein, das hat nichts mit uns zu tun. Okay. Das ist wirklich alles super. Aber das ist das, was ich meine. Aber ist das nicht ein bisschen komisch auch, wenn man dann plötzlich die ganzen Touris sieht mit dem eigenen Logo da rumlaufen? Da wir ja nur im Winter im Keller sind, gar nicht so wirklich. Das hat der auch schon immer ausgezeichnet. Diebstahl in keiner Gruppe. Auch leere Gläser. Es gibt Bedarf. Sehr schön. Spino. Zu der Camping-Story. Weil du ja sagst, normal sieht man den HO eher im Fünf-Sterne-Hotel. HO hat mir in der letzten Sendung erzählt, was er gar nicht mag, habe ich ihn gefragt. Und da hast du gesagt, Reisen.
Ja, hat er mir gerade gestern am Telefon und auch wieder gesagt. Und dann war ich ja jetzt in eurem Weingut und da hast du dieses Reisevehikel, möchte ich mal sagen. Das sieht ja aus wie ein Expeditions... Also ich meine, du kannst ja in die Sahara fahren, auf die Golanhöhen, nach Alaska ja, damit. Da drin ist er ja daheim. Ja, da drin ist es dann... Fahrendes Haus. Okay. Also ich finde Reisen schwierig, ja. Stimmt. Aber wie lange brauchst du denn noch mit diesem? Hast du das mal gesehen? Das ist mega. Also ich komme auch auf den Markt. Es ist letztendlich, das ist natürlich jetzt die High-End-Version. Spaniers hatten in den 90er Jahren ein Bürofahrzeug. Oh, ein Bürofahrzeug. Das war ein voll ausgestatteter, wunderbarer VW High-End-Campingwagen. Okay. Also der war dann innen so mit Kocheinrichtung oder was? Okay. Mit dem war ich dann auch, und hatte ich mir mal geliehen. Okay. Mit dem war ich dann mit meiner Frau Eva mal auch in der Toskana. Das war dann später, ein paar Jahre später. Ja, war da auch eine Toilette und so drin oder nein? Ja, voll ausgestattet. Okay. Das ist Maggi-Fläschchen Unfall. So, und dann, ja, jetzt verkratzt doch nicht die Vorende schon vorne weg. Maggi-Fläschchen Unfall. Dass du überhaupt ein Maggi-Fläschchen hast, macht mich verrückt. Das Unfall. Wir waren kurz vor Florenz. Ja. Die Landschaft der Toskana, Zypressen, ja. Hügellandschaft, es war sensationell, es war fast wie in Rheinhessen. Ich glaube, er ist auch romantisch. So, pass auf, total. Und dann plötzlich dieser Duft. Eva sagt, hier riecht so brotig. Brotig? Ich sag, nee, eher würzig. In Florenz am Park, dass man feststellt, dass es Maggi-Fläschchen hinten in der Küche umgefallen waren. Und jahrelang die eine Lampe gerostet. Ehrlich? Ach so. Okay. Und schreib auch, was du wolltest. Schlimm. Okay, ja, also gut, das ist nichts Neues für euch, die Reise, die spezielle Reise. Aber du bist nicht so gut der große Urlaubsfan. Ich hasse Urlaub. Ja. Also mir ist die Konzeption des Urlaubs bis jetzt völlig verschlossen. Ich verstehe im 19. Jahrhundert die Idee der Sommerfrische. Das verstehe ich. Ja, man so fährt, Künstler, die... Man so fährt in die Berge und man hat, wie hieß denn dieser grandiose Wein Affisonneur in Hamburg, der aus Österreich kam. Wie hieß denn der? Und der hat mir das erklärt. Die hatten ein Hotel in Österreich und eine Pension und dann kamen die Deutschen und dann kamen die zur Sommerfrische. Und dann ging man morgens zum Frühstück und dann ging man auf die Wiese und dann las man Zeitung. Ja. Und dann ging man um 12 Uhr zu Tisch. Aha. Und um 18 Uhr. So. Und, also das kannst du doch im Urlaub machen. Das habe ich sechs Wochen gemacht. Das ist zur Sommerfrische. Ja. Das habe ich kapiert. Aber das kannst du doch machen im Urlaub, wenn du willst. Ja, aber wie sieht heutzutage Urlaub aus? Also man fliegt sauweit irgendwo hin, dann geht man in ein Hotel. Dann hat man ein Hotel, dann hat man Nachbarn. Links, rechts, oben, unten. Man hört es kloppen, ding, 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 ding. Das ist besser. So, anziehen, ausziehen, hier, da, essen, trinken, hoch, Bar, guten Tag, war schön heute, ja, war warm, oh, schön. Was denn ist alles zu viel. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde es grausam. Für mich ist Urlaub über die Saison, also über die Weinbergswachstumssaison, also sagen wir mal von April bis August, Stress. Weil ich zu der Zeit weil ich fahren, nicht, weil ich nicht entspannt wegfahren kann, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt wegfahre, geht was kaputt. In der Zeit sollte man auch keinen Urlaub machen. Ja, es ist so. Es funktioniert nicht. Nee, okay. Und deshalb mache ich das auch nicht mehr. Weil ich hetze mich dann ab. Ich renne. Du bist doch Urlaub gar nicht so dagegen aufgeschlossen. Also du solltest doch im Sommer Die zwei, wie sie hier reden, haben zusammen, mittlerweile ist der Kutter verkauft. Ist ja verkauft. Die haben sich einen alten Kutter gekauft und rasen quer übers Mittelmeer, werden beinahe verschollen in irgendeinem Sturm, weil irgendwie die Hälfte vom Boot nicht mehr funktioniert. Sind ja auch einmal gefahren. Aber Urlaub? Nein. Möchtest du mal also, was wo ist ein Pinot Noir? Sag mal, was du denn meinst. Also, Wagner-Stempel Pinot Noir 2021. Und bestimmt auch von der Herkretz. Ich sage jetzt was zu dem Boot. Okay. Ja. 5 Jahre hatten wir das Boot. Ja. Ich habe 3 Nächte auf dem Boot geschlafen. Eben. 3. Und überlebt. Und überlebt. Ja. Und mein Freund Daniel hat mir fairerweise
die eigene Kabine freigemacht hast und schwer gerade draufgegangen. Also in dem Ding, wo du gebannt hast, ist er gebannt. Da sind wir wieder beim Thema. Sensation. Also wir sind, also jetzt wichtig. Aber ganz kurz, jetzt sind wir bei den neuen Weinen. Herr Kretz, Pinot Noir kann auch... Ja, jetzt, ich muss gestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Der Wein ist zu jung, den hätten wir dekantieren müssen. Wir müssen einfach nur sagen, für jeden, der sich den Herkretz 21 Pinot Noir gönnen möchte, erstmal noch weglegen und wenn trinken, in den nächsten 3 Jahren erstmal mit viel Luft geben, weil das ist schon ein bisschen reduktiv, es hat ein bisschen diese Flintstoney-Charakteristik. Tief tauchender Pinot, Beerenfrüchte vor dem Herrn. Und hat 12,5 Alkohol. Und am Gaumen wird es schön lang und es ist auch nicht so alkoholisch. Also das ist ein sehr, sehr feiner Pinot Noir. Ich sag mal bewusst deutscher, nordischer Prägung, Beerenfrucht im Vordergrund, ein bisschen tänzerischer, nicht diese Tiefe des Burgunds, das können wir nicht, aber auf der anderen Seite haben wir auch den Vorteil, dass wir das auch nicht müssen, weil wir leichter sind. Das ist auch kein Kalk. Wir sind leichter. Vulkan, genau. Wir haben für hier das Vulkan ist es unglaublich gut. Wir haben vom Daniel hier, erinnerst du dich noch, als Justin Leone da war? Ja. Da hatten wir, glaube ich, den 18er. Ach, genau, richtig. Das war der Vorgänger. Der war noch kein Kussgewächs. Ich habe zehn Jahre gebraucht, um die Lage, auch Pinot, was Spätburgunder betrifft, kennenzulernen und auch zu experimentieren. Und Spätburgunder ist ja viel mehr Wein, also Pinot ist viel mehr Winemaking als Riesling. Bei Riesling ist es ja so, wir ernten das und dann wird es schonend verarbeitet, gekippt und mal mehr oder mal weniger Maisstandzeit. Und dann kommt der Saft ins Fass und dann warten wir, bis es anfängt zu gären. Und irgendwann ist es dann halt toller Riesling, dann wird es abgefüllt. Aber bei Spätburgunder, da hast du halt... die sich wünschen würden, das wäre so einfach. Bei Spätburgunder, das macht mich ja völlig kirre eigentlich. Ja, weil du hast ja beim Spätburgunder, das geht ja los... beim Laubmanagement, also wie viele Blätter machst du weg, dass es so viel Farbe kriegt, dass es schön ist von der Farbe, aber auch nicht zu viel Gerbstoff kriegt. Und dann über die ganze Maischegärung und Holz und wie viel Holz und was machst du? Ach, das mit diesen Rotweinen, ne? Oh, ja. Aber mit 19 haben wir angefangen, erstes GG. 19 war ziemlich brachial wild, auch von der Reduktion her. 20 war klassisch, mit viel Gerbstoff, aber sehr viel fruchtbetont. Und 21 ist so für mich der richtig schöne. Der ist in der Balance, finde ich. Ja. Es ist eine Parzelle in der Herkretz, die wir haben. Und wir haben jetzt letztes Jahr noch ein bisschen was gepflanzt auch dazu. Aber es bleibt immer eine Nische. Es ist eine kleine Auflage, die wir da machen. Aber es ist viel, viel Herzblut und viel Engagement dahinter. Das mit dem Spätburgunder, das scheint eine schwierige Kiste zu sein, ne? Ja. So für euch alle. Rheinhessen ist keine Rotweinregion. Ja. Wenn man ganz analytisch nur mal den Rebsortenspiegel anschaut. Rheinhessen hat zum Teil großartige Lagen für Pinot Noir, um Feinheit, Eleganz, das tänzerische Element und Länge am Gaumen auch zu zeigen. Und der Klimawandel, der uns sehr, sehr stark beschäftigt, der uns auch vieles schwieriger macht, hilft uns in diesem Bereich qualitativ weiterzukommen. Und es sind in den letzten 5 Jahren sehr viele sehr, sehr gute Pinot Noirs in Rheinhessen gewachsen. Fairerweise muss man sagen, das ist ja kein fränkisches Klima. Ich persönlich sage heute, für mich ist Paul Fürst, Godfather of Pinot Noir zusammen mit Bernhard Hube. Die zwei waren die neuzeitgeistigen Pinot Noir die das Niveau komplett verschoben haben. Größen für Deutschland. Und heute ist es eine ganze Reihe an Winzern, die das extrem gut machen. Ja, am Ende, aber großer Pinot in Deutschland ist möglich und wird immer mehr möglich, aber nichtsdestotrotz eine Diva, eigene Denke und der Sebastian Fürst sagt halt auch, Riesling machen ist schon schwierig. Ja, das sagt er. Und, ich sehe das aber auch, es funktioniert einfach. Es funktioniert, es wird perfekt reif und es bleibt gesund und es hat niedrige pH-Werte und es ist, hat schöne Farb und dann kannst du auch doch deine Rotweinthema auch mitnehmen. Ja. Außerhalb von der Farb. Ich war nicht so groß.
Was mir gut schön mit euch! Was mir gut gefällt, ist so diese Parallelwelten, die so nach und nach entstehen. Ja. Also im Notfall redet auch einer nur mit sich, weil die anderen gerade beschäftigt sind. Einfach immer kommen. Nur das einfach immer machen. Sehr unterhaltsam. So, bitte den großen Bogen. Ja. Der Daniel hat beim letzten Mal gesagt, als ihr beide da wart, hat er gesagt, er liebt dich besonders auch dafür, dass du immer groß denkst. Also den großen Bogen. Stimmt. Ich mach mal ein Glasball für den großen Herrgott. Ja. Oh mein Gott, der große Bogen und dann der große Herrgott. Ja, jetzt, also, der Punkt ist doch der, letztendlich. Und das, was uns die letzten 30 Jahre, wir waren die letzten 30 Jahre am Anfang auf der Sinnsuche, in der Mitte waren wir irgendwo. Wir haben es dann begonnen zu finden und mittlerweile sind die Karten gelegt. Der Riesling ist das, was unsere Herkünfte, was unsere Lagen, was unsere Idee beflügelt. Und das ist darum, wo es geht. Und hier sind wir beseelt. Der Pinot und der Chardonnay, den müssen wir auch mit reinnehmen, das sind für uns diese großen Spielwiesen, auch wieder der großen weiten Welt. Nicht nur, weil wir Burgund lieben, weil wir das gerne trinken, sondern weil auch unsere Herkünfte es hergeben. Der Riesling ist letztendlich, und da muss man sagen, nach 30 Jahren sind wir alle angekommen. Er wird das bestimmte Thema sein. Also man sieht das jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir mittlerweile ist, aber bei uns steht der Riesling gar nicht mehr auf dem Frontetikett. Es ist klar, dass ein schwarzer Herrgott der Riesling ist. Und die Pinots und die Chardonnays, die bilden für uns ja so eine Abrundung ab, die es uns, wo wir uns auch weinmacherisch noch einmal beleben, frei werden, wo wir uns kreativ ausleben können. Das, was der Riesling, ich will jetzt sagen, der Riesling gibt uns eine Aufgabe, jedes Jahr zu lösen, wo wir uns auch intellektuell extrem tief eingraben müssen, um es richtig zu deuten. Und beim Chardonnay, beim Pinot können wir uns ein Stück weit freier ausleben. Aber ein Stück ist es schon so, wenn wir mal ganz tief in uns reinhorchen. Also du mit deinen Pinots, die ich sehr schätze, by the way. Aber da merkst du den Philipp Wittmann vor 25 Jahren, der probiert, der hadert, der reingeht, der rausgeht, Reife hier. Und das ist das Coole. Und das brauchst du letztendlich auch. Wir müssen uns ja auch immer irgendwo intellektuell hinterfragen, hinterfordern. Und das ist das, was es spannend macht. Und am Schluss, glaube ich, auf Kalk sind wir sowieso dabei, aber auch auf deine Vulkansgesteinsböden, was man jetzt halt hier sieht, das ist sensationell. Und das macht nochmal eine Facette, die uns weiterbringen wird. Definitiv. Der Rheingau hat rhetorisch Wilhelm Weil. Wir haben Hans-Oliver Spanier. Wahrscheinlich, dass der Hans-Oliver Spanier sagt, dass du... Aber weiß ich noch, ich habe eine Sache, die ich gerne mal intern besprechen möchte. Der HO hat ja auf den Etiketten unterschrieben, da steht auch zweifelsohne HO, aber der Nachname sieht nach meinem Freund Christian Spohr aus. Also hat der irgendwie da mitgearbeitet? Hat er nicht gearbeitet. Also unser Freund Christian Spohr war da jetzt. Also, kurz Christian Spohr fehlt einfach. Also. Spohr würde ich sagen. Ach, steht ich erkläre es jetzt. Karl der Große. Man sagt ja Karl der Große. Der große Bogen. Der große Bogen. Den großen Bogen. Karl der Große. Links und rechts des großen Flusses. Man sagt ja Karl der Große kann nicht schreiben. Und es lag nicht dran, dass er nicht schreiben konnte. Ich sage, du bist Zeug. Aber Karl der Große musste schon seit frühester Kindheit das Breitschwert führen. Und deswegen war die rechte Hand verkrüppelt. Oh. Der konnte die Feder nicht nehmen, weil er immer trainieren musste mit dem Breitschwert. Du führst auch das Breitschwert? Nee, ich muss mit dem Holder vom Opa fahren. Ach, und deswegen hat es meine rechte Hand immer verkrüppelt, weil ich die alte Traktorscher fahren muss. Und deswegen habe ich Schreiben nie gelernt. Das ist der Grund. Wohl sein. Wohl sein. Das Also, wir haben ganz blutjung in meinem Glas. 2022 schwarzer Herrgott. Also ganz konkret würde es heißen, so steht es auch im Rückenetikett, Zellerweg am schwarzen Herrgott. Das ist schon falsch. Nein, weil der Zellerweg am schwarzen Herrgott ist auch schwarzer Herrgott, Terroir bedeutend gleichgesetzt, aber die Grenze geht direkt durch die Lage durch. Das ist eigentlich die einzige Lage Deutschlands, wo eine Gebietsgrenze, Pfalz, Rheinhessen,
mitten durchgeht. Wobei die Rheinhessen 71 den größeren Teil zugestanden bekamen, wegen der Gemarkung Mülzheim. Ich sag ja, du bist ein Rheinhessen-Winzer. Bin ich auch. Und der Schwarze Herrgott der Pfalz heißt nur Schwarzer Herrgott. Und die Rheinhessen mussten dann die Reminiszenz der Zellerweg am Schwarzen Herrgott müssen sie daneben, weil die Lage ein Tick größer ist. Und jetzt sind wir bei einem Ding, Glückspilz, aber wie wir alle hier auch sitzen, dass Gott uns vergönnt hat, dass wir die Chance gehabt haben, so eine Lage zu interpretieren, zu entdecken. Entdeckt war sie ja schon lange, aber dass wir sie interpretieren konnten, das ist wirklich eine Nummer, die unfassbar ist. Wirklich unfassbar. Dass wir unsere Idee des Weinmachens in so einer Lage interpretieren können und können sie dann auf der großen Bühne präsentieren, auch als großes Gewächs, als Grand Cru. Das ist, das wird nicht mehr die nächsten 50, 80 Jahre passieren und das ist eben auch vorher nicht passiert. Deswegen ist unsere Zeit, in der wir uns auch pragmatisch, intellektuell ausleben konnten, als Winzer, Weinmacher, Handwerker, als Bauern, was ich mal im höchsten, also in allerhöchstem Respekt meine, nein, das meine ich wirklich ernst, das ist dieses Schicksal, was uns einfach begleitet, was großartig prinzipiell ist. Und das darf auch der Kleinreden, weil wir hatten einfach wahnsinnig Glück. Männer, es war nur Glück. Ihr habt aber auch das Richtige draus gemacht. Und so zwei kleine lustige Randerscheinungen, die letztendlich das sehr subtil unterstützen, ist einmal Beautiful Rheinhessen, was auf dem Rücken-Etikett stehen hat. Und dann No Bullshit, ne? Da steht noch dieses. No Bullshit, just Dolphins. Lass uns doch mal kurz über den schwarzen Herrgott. Der schwarze Herrgott, ne? Der ist ja, das ist ja eigentlich eine Täuschung. Man sieht es, wenn man da an der Straße steht, ist da so eine Skulptur, aber das ist es gar nicht, ne? Man muss da. Es ist ganz versteckt eigentlich, der schwarze Herrgott. An der Straße steht quasi der Konterpart, aber der Herrgott ist versteckt im Fels. Versteckt im Fels. In einer Trockenwand. Okay, und der hängt da wirklich schon ewig. Seit 1500 Jahren. Ja. Das ist ein Jagdmusspilgerweg. Das ist, also wir haben es halt leider Gottes aufgrund unserer Historie und unserer Weinkultur nicht mehr geschafft. Unsere ganz der Philipp, großen den Herkünfte, ihr hört. Unsere ganz großen Herkünfte, wie an der Mosel eben auch, magisch aufzuladen. Ja. Das ist jetzt aber unsere Aufgabe und das schaffen wir ja. Also wenn der Philipp über den Moorstein redet, da siehst du auch dieses Flackern. Ne? Dieses, und da geht es auch ums Kirchspiel. Wenn der Daniel über die Herkratz redet, da passiert ja was in uns. Ja. Ich frage einfach mal so zwischendrin, sag mal, Philipp, weißt du eigentlich, dass der H.O. sagt, dass du ein Kontrollfreak bist? Boah, das könnte ich von ihm ganz genauso sagen. Gerne, finde ich auch, oder? Ja, absolut. Also, stört dich auch nicht. Ich sag mal so, wenn mir es gelingt, bin ich ja sogar ganz froh. Weil mir gelingt es nicht immer. Nee. Aber kannst du auch mal loslassen? Oh, oft genug. Ich glaube schon, ja. Okay. H.O. und du? Nein, das ist auch jetzt das große Film. Ja, bitte. Also, was uns drei alle eint, ist, dass wir jeden Morgen die Haustür rausgehen und dass wir uns in unserem Betrieb wohlfühlen wollen. Ja. So, man braucht hier und da eben die Struktur, aber es braucht auch das, dass wir mit unseren Leuten gut sind. Das ist das, was uns eint. Dass man auch mittags noch zusammensitzt, dass man isst oder Flasch Wein aufmacht. Und das ist das, was, glaube ich, das Entscheidende ist. Und da beginnst du auch mal loszulassen. Weil wenn du zusammen isst, kannst du nicht irgendwie sagen, hier hast du mit dem Traktor irgendwas etc. Dann ist das alles wieder Wurst. Und das ist das Entscheidende letztendlich. Es braucht auch Entspannung. Und ich glaube auch, große Betriebe funktionieren nur mit einer gewissen Eleganz und dieses Loslassens. Und jeder kann sich auch einbringen. Aber das ist auch so. Also ich habe übrigens ganz, ganz selten, also eigentlich fast nie, das Gefühl, dass ich zu viel arbeite. Und das ist so. Ist für mich keine Last oder auch keine Mühe, morgens immer vor meinen ganzen Kollegen da zu sein. Das ist eigentlich eine Freude. Und das und so beginne ich jeden Tag. Und das ist eigentlich ein Luxus. Ja, und weil, der Daniel ist deshalb, aber auch einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Und deshalb brauche ich auch eigentlich über die Saison, wenn es wächst, draußen nicht in Urlaub zu fahren. Weil das mich nicht belastet. Das ist doch so spannend, was passiert. Und ich glaube, deshalb schauen wir auch so gute Menschen um uns. Ja, weil ich glaube, das zieht die auch an. Das mag, mögen die. Und das finde ich. Das muss man vielleicht mal sagen, dass das tatsächlich auch für unsere Betriebe enorm wichtig ist. Ganz, ganz, wichtiges großartige Mitarbeiter. In unserer Betriebsgröße, wie gesagt, ich habe eben bewusst gesagt, wir sind kleine Mittelständler.
am Ende ist es ja immer so, dass wir auch selbst die Entscheidungen treffen. Mhm. Und großartige Mitarbeiter müssen das akzeptieren. Müssen auch, akzeptieren, dass da noch einer ist, der am Ende sagt, ja, aber vielleicht dann doch so. Obwohl sie selbst in der Lage wären, das auch ganz alleine zu entscheiden. Na, und zum Schluss steht auch Philipp Wittmann drunter, Daniel Wagner und Hau Spanier. Oder Hau Spor. Oh ja, das ist Spor. Ganz genau. Aber gut, dann ist ja Karl der Große, weil das mal leer hatte, kann ich jetzt nachvollziehen. Also ihr habt ja gesagt, der Hau Spanier ist immer ein Mann der großen Worte. Ne? Was sagt er denn jetzt hier zum Schwarzen? Ja, des großen Denkens. Des großen Denkens auch. Ja, also das ist das nämlich. Der Hau denkt immer groß. Der denkt immer... der Hau ist der Mann für das Große und Ganze. Der denkt immer, lass uns mal Mittagessen rauchen. Es geht nicht um Details. Es geht nicht um Details oder auch nicht um irgendwie Pillepalle oder... Ja, Details sind mehr für den Großen. Nein, der große Bogen. Das schätzt du an ihm. Ja. Es ist, brauchst es du dann ist, jemanden für die Details? Ja, die Caroline. Die Caroline macht die Details. Also es ist ein Dreamteam. Und die haben es geschafft, Lösungen zu finden, wie sie sich miteinander verzahnen. Das hätte ja auch schief gehen können. Ja, ja. Weil es sind zwei starke Persönlichkeiten. Die haben es geschafft, sich so zu verzahnen, dass da ein noch größeres Rad draus wurde. Und das ist natürlich genial. Das ist überhaupt keine Frage. Also das ist, aber fernab davon, dass der Philipp natürlich im VDP so engagiert gewesen ist, etc., da merke ich immer, wo ich an meine Grenzen komme, wenn es wirklich ans Detail geht. An jedes Detail, wo du auf Sprachfärbung achten musst, wo du alle mitnehmen musst. Und da merke ich bei mir, krass, also wirklich wie und da geht es um Details. Und diese Details, das ist jetzt das Beispiel, was mir einfällt, wenn man das Große und Ganze spinnt, das habe ich halt letztendlich nicht. Da bin ich dann auch zu nonchalant. So, lass mal gehen. Und das ist Leistung. Also, das ist, also mein Freund, da bist du für uns beide großes Vorbild, weil wir immer uns unterhalten, was der Philipp da macht, wir könnten das gar nicht. Und das ist so. Und das ist wirklich großartig, weil es braucht auch die mit Präzision, mit Eleganz, mit allen mitnehmenden Details vorne rausmarschieren und sagen, so, wenn ihr mir folgt, ich zeige euch, wie es dann am Schluss dann doch geht. Aber das ist was ganz Geiles. Ja, der Philipp ist halt ein Teamplayer. Ja. Er ist halt ein Fußballspieler. Und das kommt von deinem Sport. Die Mannschaft muss funktionieren. Seid ihr keine Teamplayer? Ich nicht. Also, nee? Also sportlich nee? Nicht. Ja, nee, schon. In meinem Job, also in unserem Laden schon. Ja, im Detail zu funktionieren. Aber das ist ja, dein Ansatz. Ja? Das Fußball, die Mannschaft... Wenn die Mannschaft mitzieht und dann führt es zum Erfolg. Und das also hast der du Philipp kann auch so Menschen perfekt begeistern. Gemacht, genau. Perfekt gemacht als Präsident. Das ist ja schon mittlerweile 4 Jahre her, ich bin ja seit 4 Jahren. Ja, aber das war immer wieder, also ich bin ja mehr der Beobachter, ja. Ich bin ja nicht, ich rede ja eigentlich aber nicht. Aber beobachten so viel, ist ja immer gut. Aber ich beobachte das immer wieder und fand das großartig, wie du diese Sitzungen und auch politisch das in eine Richtung getrimmt hast, mit Maxime, Rheinhessen, alle mitnehmen, alle in ein Boot, Vollgas nach vorne. Wenn ich das ganz mal, es war ja Message in a Bottle. Jetzt kommen wir endlich mal zum Punkt. Der Punkt ist nämlich der, dass der Philipp von Anfang an, was uns beide natürlich auch getrieben hat, aber der Philipp hat es von Anfang an runter gesehen, größer gesehen, hat gesagt, wenn wir erfolgreich sein wollen, und zwar alle unisono zusammen, und ich glaube, das, was dir am meisten am Herz immer lag, waren unsere Herkünfte, unsere Lagen, und dass wir prosperieren, nach vorne gehen. Und da hast du immer schon auch ganz große Strukturen, richtige Bahn gelenkt, entwickelt. Und das ist was wir beide null in uns haben. Nee, ich bin nicht so politisch. Es geht gar nicht um Politik, aber da hatte Philipp den Blick geweidet, der wirklich großartig gewesen ist. Und auch ein bisschen politisch formuliert. Ja, das kannst du ja echt gut, dass du keinem richtig auf den Sack trittst. Das ist eine große Leistung. Ja. Da hatte Philipp Dinge getan, die in der Nachbereitung, also im Moment sind wir noch zu jung, aber da bin ich mir ziemlich sicher, in der Nachbereitung wird der Philipp als jemand wahrgenommen werden, der auf den Elogen gehalten werden. So, jetzt haben wir doch mal Elogen gehalten. Philipp, da brauchst du gar nichts zu sagen. Da würden wir jetzt gerne drauf anstoßen, weil wir haben nichts mehr im Glas. Mir ist es nur wichtig, und das ist letztendlich was auch immer so ein bisschen jetzt schon wieder auf Messers Schneide steht, das, was die letzten 20 Jahre erarbeitet und geleistet wurde, das darf jetzt nicht verloren gehen. Und das ist so ein bisschen, wir sind wieder in einer ganz anderen Zeit.
neue Risiken. Wir haben natürlich mit dem Thema Klimawandel und Natur ein Thema, was uns alle wahnsinnig berührt, wo wir aber auch sehr, sehr bemüht sind, extrem gut zu arbeiten. Aber wir dürfen dieses Herkunftsthema dabei nicht vergessen. Wir dürfen jetzt nicht nur noch darüber nachdenken, wie man es perfektioniert, auf das letzte Fitzel zu achten und dabei Kultur vergisst. Also zum Beispiel neue Rebsorten, die sogenannten Zukunftsweine, die aus Rebsorten entstehen, die weniger Pflanzenschutz bedürfen, sind eine großartige Idee, die auch für viele Flächen unseres Anbaugebiets ideal sind. Also alle Müller-Thurgau- und Dornfelder-Flächen kann man wunderbar austauschen gegen diese Zukunftsweine. Weniger Pflanzenschutz, weniger Verbrauch von Pflanzenschutz, wunderbar. Aber unser Kulturgut, Herkunft plus Rebsorte, das dürfen wir dabei nicht aufgeben. Mhm. Ja? Da müssen wir aufpassen. Wir brauchen Lösungen, wie wir so naturnah wie irgendwie nur möglich arbeiten können. Nachhaltig, ökologisch, wertversprechend, aber auch nicht herkunftsleugnend und nicht kulturleugnend. Und da müssen wir aufpassen, weil das wird heute alles immer zu schnell über einen Kamm geschert. Und wir sind da in einer Nische mit dem, was wir machen. Wir sind eine kleine Gruppe im gesamten Umfeld des Weinbaus, die so extrem dieses Herkunftsthema reiten, die natürlich auch hochpreisige Weine machen, die so ein bisschen in der Freak-Welt sind. Das ist so ein bisschen die Sorge und die Gefahr, die ich sehe, dass wir aufgrund der politischen Entwicklungen der Kern dessen, woran wir die letzten 20 Jahre gearbeitet haben, nicht ausreichend wahrgenommen wird, weil man zu pauschal über die Dinge geht. Mhm. Und weil man nicht versteht, was da eigentlich im Kleinen, im Detail entstanden ist. Und wir müssen schauen, dass die Weinberge unsere Kulturlandschaft erhalten bleibt. Sowohl der Schwarze Herrgott als auch der Frauenberg, die Herkretz und auch der Moorstein, das sind alles Weinberge, die zwar im Vergleich zu steilen Moselhängen leicht zu bewirtschaften sind, aber die es nur Sinn macht zu bewirtschaften, wenn daraus auch eben was kommt, was besonders ist. Mhm. Sonst machst du es besser woanders. Mhm. Und die Fragestellung wird sein, wollen wir unsere Kulturlandschaft erhalten? Genau. Mhm. Oder aber wollen wir im Notfall lieber den kompletten Wein, der hier konsumiert wird, in der Basis gestellt war, vom Balaton importieren? Mhm. Und das ist so ein bisschen die Frage der Zukunft. Und da hoffe ich, dass es auch ausreichend Leute gibt, die sagen, ja, hey, ich will das Besondere. Und die auch dafür kämpfen. Und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Wir haben den Umkehrschwung der Ökologie, was dein Vater schon begonnen hatte, der ist mittlerweile zu so einer sozialromantischen Ader verkommen. Also wir packen uns einen lustigen Misthaufen ins Wohnzimmer und wir sind so sozialromantisch und wir gehen mit der Hand jeden Morgen auf den Acker, in den Weinberg und singen ein lustiges Liedlein und wir haben unser Gold, vergiss diesen ganzen Blödsinn. Ökologie, Landwirtschaft. Weinbau war schon immer modern, schon immer. War er nicht modern, war er abgehängt. War Landwirtschaft nicht modern, hatten wir Riesenthemen zu lösen. Was hat ein Bauer im Jahre 0 von einem Bauer im Jahre 1800 unterschieden? Nur der Eisenpflug. Der Bauer in Rom hatte einen Holzpflug, der Bauer 1800 hatte einen Eisenpflug. Aber ansonsten hat er zwei Ochsen, nicht mehr, drei Felderwirtschaft etc. pp. Und wir haben unsere Ernährungsthemen. Es gab 1800, Justus von Liebig 1875 hat kapiert, wir brauchen Stickstoff, die Rebe wächst oder die Pflanze wächst nur mit Stickstoff. Da war klar, es wird eine Hungersnot geben um 1920. Die europäische Bevölkerung wird nicht mehr ernährt werden. Es gab 1,5 Milliarden Menschen auf der Erde und wir brauchen eine Lösung. Das Haber-Bosch-Verfahren, Nobelpreisträger, merke, wer Energie hat und wer Technologie hat, also 500 Bar Druck, 300 Grad Temperatur, Stickstoff aus der Luft gewinnen. So, da wurden Probleme gelöst. Und genau diese Themen der Ökologie, der Nachvollziehbarkeit, der Nachhaltigkeit, die werden wir auch nur lösen können, wenn der Mensch intelligent genug sein wird. Zum Beispiel mit
batteriebetriebenen Schleppern in den Weinbergen, die autark fahren. Wer macht sich heute noch Gedanken über Rasenmähen? Jeder hat irgendeinen Rasenroboter, der mit Strom funktioniert. Kein Mensch macht sich Gedanken. So, und so werden wir, wenn wir modern oder wenn wir weiterkommen wollen, genau uns über diese Themen unterhalten müssen. Und also welche technische Neuerung macht Sinn? Was macht alles Sinn? Und welche eben nicht, um und sozusagen wir müssen, das aber um diese Kulturlandschaften, die seit Tausenden von Jahren unsere Kultur prägen, was wir sind, wo wir jetzt dieses zarte Pflänzchen, was wir gepflegt haben über die letzten 2-3 Dekaden, wenn wir das weiterbringen wollen, dann braucht es eben keine Radikallösung, da braucht es evolutionäre Lösungen und die müssen sehr, sehr intelligent und sehr schlau und sehr nachvollziehbar sein und sehr nachhaltig sein, auch wenn ich das Wort gar nicht mehr hören kann. Aber und mit dieser Nachhaltigkeit hast du ja eh so dein Problem, ne? Da hast du immer zu mir gesagt, dann beweist es mir nochmal, beweist es mir nochmal, als wir durch die Felder gefahren sind. Ihr arbeitet ja alle sehr nachhaltig mit euren Böden. Ihr versucht alles, um eure Böden so gut dastehen zu lassen, ja, wie es haben, geht. Wir haben alle Kinder. Wir wollen es unseren Kindern übergeben, ja? In der perfekten Kondition. Aber trotzdem hast du so ein bisschen so deine Probleme mit allen, die jetzt groß das als Marketingmaschinerie betreiben. Ich habe ein riesiges Problem mit Instagram und Facebook und diesem ganzen Quatsch. Es geht doch gar nicht mehr um die Sache. Es wird nur noch gepostet, wenn es ein cooles Bild ist, wenn die Story cool ist. Aber was der Daniel zum Beispiel macht, was der in seinem Leben investiert hat, um in seine Weinberge, in seine Lagen, in seine Trockenmauern, was da vorwärts ging, was das gekostet hat. Und das ist doch das große Ding. Das große Ding ist doch außerhalb unseres Trends. Das Lustige ist ja, dass wir seit über 20 Jahren in einer Selbstverständlichkeit Dinge machen, die heute plötzlich sich jeder so aufs Revers im Einzelnen gefeiert werden, wo du denkst, so what? Ohne das Ich habe Besuch gehabt von der Hochschule Geisenheim zusammen mit einem Vertreter von einem Nachhaltigkeitsverein, die mir Empfehlungen geben wollten, was wir an Nachhaltigkeit im Weinberg machen können. Und dann haben sie mir so im Vorgespräch ein bisschen was erzählt und gesagt, dann fahren wir doch mal da draußen rum. Der eine hat überhaupt nicht mehr aufgehört zu fotografieren und der andere hat gar nichts mehr gesagt, weil alles da ist. Wenn du die Westhofener Gemarkung anschaust und auch die Nachbargemeinde Gundersheim, da ist so viel getan. Da ist Leben in den Weinbergen. Da sind Trockenmauern, da sind Bäume, da ist Action, da ist Natur. Und jetzt nicht nur beim Philipp Wittmann in seinen Weinbergen, sondern auch bei den Kollegen, weil einfach letztendlich hier eine Kulturlandschaft über Jahrhunderte geprägt wurde, die existiert. Und weil es eben nicht konventionelle Landwirtschaft bis zum Abwinken ist, wo kein Baum mehr steht. Also der Weinbau an sich pflegt dieses Thema. Und das muss man mal laut sagen. Und es kann nicht sein, dass irgendwelche Nachhaltigkeitsverbände und Schlaumeier jetzt uns irgendwelche Bienenhotels empfehlen wollen, die man irgendwo hinstellt. Und 3 Meter weiter steht eine Trockenmauer, die 100 Meter lang ist, wo das alles da ist. Also wo sind wir denn? Also das ist Mickey Maus. Ja. Cool. Okay. Nummer 1, was würdest du für Fragen stellen? Nee, ich kann es gerne noch. Das hast du sehr gut gemacht. Schöne Überleitung zur Schnellfragerunde. Aber bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, hätte ich gerne, dass ihr mal was sagt zu dem schwarzen Herbert, den wir hier trinken. Den haben wir noch gar nicht besprochen. Mach mal eine Weinansprache. Nee, ich wollte eher, dass du mal was sagst zu dem Wein, den wir hier trinken. Ja. Wie schmeckt der eigentlich? Gesprochen. 22. Ja. Großartig. Also es das ist. Mich an. Bis dahin bin ich bei dir. Nee, pass auf. Was ich so schätze, ist bei den Weinen vom HU diese Stilistik, die du immer erkennst. Wir probieren ja viel auch blind. Und wenn da ein Wein drin steht vom HU, weiß ich genau, das ist vom HU. Weil das hat eine ganz klare Handschrift. Und es ist halt diese Würze. Diese, einmal auf einer Seite diese Mineralik und diese Frische, dieses Zupackende und dieses am Gaumen Ziehende, aber in Kombination mit dieser Würze, mit dieser Hefewürze, auch mit dieser Currynote, die Weine oft haben, und mit dieser Trinkigkeit. Und du weißt genau, es kommt von Spanien. Das ist die Spanierwürze. Also ich würde noch ergänzen wollen, dass halt Herrgott und Frauenberg sind so satt, fett, salzig am Gaumen, salzig, dass du den Kalkstein meinst,
schmecken zu müssen. Ablecken. Also für mich ist das, für mich ist, also da gibt es jetzt noch dann, also der Saumagen in der Pfalz, der Nordpfalz. Wer jetzt, da würde ich ein Dreieck spannen wollen. Frauenberg, Herrgott, Saumagen. Salzigkeit vom Kalkstein in einer satten Form, wo du einfach sagst, wow. Also, Gänsehaut? Absolut. Ja. Absolut. Und nichtsdestotrotz, ich bin dann eher der Frauenberg und nicht der Herrgott. Okay. Aber, der Herrgott ist natürlich groß. Herrgott ist der Herrgott. Viele Winzer saßen ja auch schon hier, die sich bedankt haben, eigentlich, obwohl du nicht dabei warst, und gesagt haben, das hat der HO so nach vorne gebracht, da sind wir dem HO so dankbar. Ne? Ist es so? Ja. Cool. Ja. So, jetzt aber Leute, Schnellfragerunde, nicht denken, antworten. Hau, du hast mal gesagt, Weindinner mit Winzern ist das Dümmste, was man machen kann. Warum? Also, das Blödeste, was es gibt auf der Welt, ist nach Emden zu fahren, mit 30 Leuten ein Weindinner zu machen, wo sich jeder total beflügelt fühlt danach. Aber du hast einen Tag mit deiner Familie verloren. Ja, okay. Das darum geht's. Das Schlimme ist, er hat es ja hinten raus, ne? Mit diesem Rest des Satzes hat er es ja, ne? Sowas von gerettet, ne? Warum hast du eigentlich keine Zigarre dabei, möchte der Philipp fragen. Hätte man sollen. Ja, das wäre cool gewesen. Du hast auch eine eigene Zigarre gemacht, gell? Mhm. Aus Rieslingblättern. Nein. Nein. Das war einer meiner Highlights, wirklich meine Highlights meines Lebens, als relativ junger Bursch. Ich war gerade mal 34, habe die Kaolinen, also mir war klar, es geht weiter. Und dann waren wir in Bordeaux. Wie jetzt? Ja, Caroline und ich waren zusammen, wir waren Bordeaux, okay. Wir waren bei Chivas Blanc. Ja. Der Weinbergsdirektor hatte eine Chivas Blanc geraucht, eine Zigarre von Davidoff. Und das war noch eine dieser originalen Zigarren, die in Kuba gewachsen gewesen waren. So. Und da habe ich mir gedacht, und irgendwann eine HO Spanier CO Zigarre, das wäre es. So, ja. Das hat sich dann, aber die Story wäre zu lang. Du weißt, ich kann das nicht rausschneiden. Ich bin entspannt. Alles klar. Daniel, Boote, Camper, Fahrräder, was ist deine geheime Leidenschaft? Boote, Fahrrad. Okay. Also Boote liebe ich, weil wie gesagt, Boote ist halt ablegen und weg sein und nicht erreichbar sein. Das finde ich super. Und mit dem Fahrrad habe ich gehört, bist du auch schon vom HO bis zu dir nach Hause gefahren. Ja, mit dem Fahrrad. Das erzähle ich jetzt nicht. Okay, alles klar. Ist auch schon, passiert. Ja. Wie fährt man den HO sauer? Ja, der hat einen direkten Knopf. Also der ist ich könnte dir jetzt diverse Varianten erzählen. Also mein Papa und Philipp, die haben beide wirklich den Trigger, wo es direkt abgeht. Okay. Also am meisten sauer machst du ihm, wenn du ihm etwas absprichst, was er für seine Performance hält. Okay. Oh, okay. Und wenn der Spruch danach das ist oft unfair von mir gewesen. Und wenn danach der Halbsatz kommt, und das weißt du auch. Ja. Aber haben wir schon 10 Jahre nicht mehr gemacht. Also ich habe ihn früher immer wieder konfrontiert mit Situationen, wo er am Ende noch, warum soll ich mir das antun wahrscheinlich, weil es war dann schon, er musste sich immer schon hart wehren gegen mich. Und ich bin da ein Stück weit milde geworden. Und weißt du warum? Weil ich gelernt habe, anzuerkennen, dass er verdammt viel leistet. Okay. Ist aber auch schön jetzt. Ja, das ist jetzt aber rührend. Ja. Ich bin Zigarre, könnt das rauchen. Das macht ihr dann nachher noch, ich sehe das schon. Was ist die coolste Geschichte, die ihr dreimal zusammen erlebt habt? Kommt jetzt. Oh nee, das kann man nicht sagen. Wir haben nicht die eine. Ja. So viel, wir können so viel sagen, wir haben nicht die eine. Wenn du dich so lange kennst, hast du unheimlich viele besondere Momente. Und mal hat der eine ein riesen Ding gemacht, mal der andere. Und manchmal lachst du einfach Tränen und es ist schön. Und das haben wir immer wieder miteinander. Und manchmal reicht es auch, selbst wenn du nicht dabei warst, lachst du Tränen, wenn du von den anderen eine Story hörst. Also ich erzähle eine. Ich war nicht dabei, aber ich lache Tränen von der Erzählung her. Ja, bitte. Die waren in Berlin unterwegs, die Jungs. Ja. Da war noch ein Nordpfälzer Winzer dabei und ein Moselaner Winzer. Oh, dann gehe ich aus. Und nein, wir reden nicht über Personen. So, und es sollte tiefer ins Nachtleben gehen, um richtig zu feiern. Und der moselanische Winzer dachte sich, das macht er jetzt nicht mit.
ist ins Taxi eingestiegen und wir wollten ihn aufhalten. Die Tür vom Taxi war noch auf und der Moselwinter sagt, fahren Sie los! Fahren Sie los! Das stimmt. Und ich kenne die nur aus der Erzählung, aber ich könnte mich totlachen drüber. Ich war nicht dabei. Ich weiß es. Okay. Das war 2003. Ist er denn losgefahren? Er ist losgefahren. Er ist losgefahren, okay. Aber du sagst, große Weine werden immer aus Angst gemacht. Also prinzipiell ist es ja wirklich auch so, also wir haben jetzt, also ich habe dieses Jahr das Thema gehabt, der Philipp hat es 2017, Hagel. Und jetzt kann man sagen, also wir sind ja christlich und Herrgott geprägt. Und das sind die großen Momente, wo du ins Zaudern, ins Zweifeln und auch ja, an allem irgendwie ins Hinterfragen gerätst. Weil dieses Hagelthema, das hat mich wirklich auch mitgenommen bisher. Und bei mir ist es ja so, wenn so Gewitter aufzieht, ich bin ja eigentlich ein entspannter Typ, ja. Aber das stresst mich so. Das ist das Einzige, was mich eigentlich stresst. Da gehe ich immer runter in meinen Flaschenkeller, in meine Schatzkammer, da kriege ich nichts mit. Und dann lasse ich ein bisschen die Musik laufen und räume meinen Keller auf. Weil das war auch an dem Abend, als es bei euch da so drüber ging. Oh, und das macht mich fix und fertig. Also das ist verstehen. Wie bei den Galliern, ja, die hatten ja auch für nichts Angst, vor den Römern nicht. Ja, die hatten nur Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Ja, und so fühle ich mich auch. Fühlst du mich auch, ja. Der Himmel auf den Kopf ist für ja, mich aber der aber das ist auch schlimm. Aber es stimmt ja, auch, weil dagegen so. Könnt ihr nichts machen, ne? Ja. Das war ja auch bei dir jetzt, da wollte ich einhaken. Das gibt ja auch wieder dieses Thema Demut. Ja. Genau, ja, so. Das Thema Demut. Ja. Das war ja kurz vor der Ernte. Wir sind durch den Weinberg noch durchgefahren. Das hing da alles wie gemalt. Das war ja alles, dich hat es ja auch ein bisschen getroffen, Philipp. Du hast ja auch Weinberge, aber H.O. vor allem, ne? Also dich hat es ja sehr erwischt. Da ist man ja machtlos irgendwie, ne? Ja, und das ist einer der Gründe, warum wir, glaube ich, auch teilweise hart sind. Also wir sind teilweise hart in Argumentationen, wir sind auch teilweise hart mit Menschen gegenüber, weil wenn du so, es ist ein Kampf. Also dieser sorry, jetzt sage ich mal das Wort, dieser Bullshit im Eingang mit der Natur. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kriege einen Nervenzusammenbruch, wenn ich das höre. Es ist kein Eingang mit der Natur. Wir kämpfen quasi tagtäglich gegen die Natur. Wir kämpfen gegen Sonne, gegen Regen, gegen Kälte, gegen Hitze. Wir kämpfen. Wir sind immer irgendwo am Kämpfen. Und das muss man einfach so sagen, die Natur schert nichts. Also ich würde es anders formulieren und meine damit genau das Gleiche. Die Herausforderung, den wir uns stellen, um unser Brot zu verdienen, sind schon immens. Und in einer Gesellschaft, in der viele unbeweglich werden und einen Aufschrei bei irgendwelchen Fitzelchen haben, werden unverständlich in unseren Augen, wenn wir sehen, mit welchen Dimensionen wir es zu tun haben, mit welchem Risiko wir arbeiten. Und am Ende könnte man den Spieß natürlich auch umkehren. Wir tragen die Last des Klimawandels, weil die Gesellschaft ihn gebracht hat. Nicht wir Winzer haben den Klimawandel gebracht, weil wir wirtschaften. Wir pflegen seit Jahrhunderten Kulturlandschaft. Wir versuchen es jetzt so vermeiden, wo es geht. Sondern die Industriegesellschaft weltweit hat die Situation dahin gebracht. Du weißt schon, dass jetzt bei uns wieder ungefähr 8 Millionen Nachrichten einklicken. Das macht nichts. Wo die Leute sagen, ja, aber eure Flaschen, die werden auch um die ganze Welt geflogen. Ja, das mag ja sein. Alles gut. Aber ich sage ja auch nicht, dass wir frei davon sind, uns nicht in der heutigen Zeit daran zu beteiligen, dieses ganze System anzuheizen. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich sage aber ganz klar, dass wir es halt unmittelbar spüren. Und das ist letztendlich das, was wichtig ist. Und das ist auch die Message, die wir rausgeben können. Für alle die, die da draußen behaupten, es gibt keinen Klimawandel oder so schlimm ist es nicht. Käse. Das ist dramatisch, was da draußen passiert. Das ist dramatisch und es wird jedes Jahr krasser. Dazu braucht man sich aber nicht auf die Straße kleben. Dazu braucht es einfach zielgerichtete, vernünftige Politik,
die diese Dinge verändert. Und das sind die großen Herausforderungen. Und wir fühlen uns halt so ein bisschen in der Defensive. Wirklich realistisch sehen das eigentlich nur die Wissenschaftler. Wenn du so einen Nacht mit Hagel gehabt hast, du bist schon nach Nein. ein anderer Mensch. Nein, das ist so vollkommen. Also ich habe das auch gesehen, wir haben euch ja, das war ja nun eigentlich Daniels großer Tag. Ja. Und ihr kamt, Caroline und du, ihr kamt etwas später zu dieser Veranstaltung und ihr wart echt geschüttelt. Also nein, das kannst du nicht. Also ich meine, du musst dir überlegen. Das ist doch Schock. Ja. Ja, genau. Aber weißt du, schaffst das ganze Jahr da dran. Du bist kurz vorm Ziel. Ich habe 2017 das ja ganz bitterbös erlebt. Am gleichen Tag. Das war auch 25. Kurz vorm Ziel wirst du so weggegrätscht. Das ist Wahnsinn. Alles ist für uns ein Albtraum. Ausnahmslos kaputt. Aber nachts, also es hat gehagelt und es schippert, es rappelt, es rumpelt, es ist... Man guckt so zu, ne? Man sitzt zu Hause und guckt. Die Alarmanlagen gehen an ringsrum und du stehst da und denkst so, und dann wird es existenziell. Mhm. Also dann kommt Existenzängste in dir auf. Ja, und dann steht mein Großer neben mir, der 3 Tage später, ein Jahr lang nach England geht, ins Internat. Und er sagt, Papa, wie schlimm ist das jetzt? Und er sagt, Louis, ich kann es dir doch gar nicht so wirklich sagen. Ich weiß bloß, wenn es lokal jetzt um unser Haus ist, ist es schlimm, aber okay. Wenn es aber nicht lokal ist, was du gar nicht weißt, dann wird es existenziell. Mhm. Und das sind so diese Nummern, also wenn du wirklich den Schreck im Nacken hast. Mhm. Das ist das, aber das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen frivol an. Ich genieße das auch teilweise, weil ich genieße diese Herausforderung, dass du diese Emotion letztendlich noch hast. Also so, dass du denkst, wenn du jetzt drüber schwebst über der ganzen Problematik, ja, so, dann genießt du das. Ist mir egal und so. Nein, das ist doch mir egal, auch ob es ein bisschen hagelt, dann wird es halt faul, ja, dann machen wir Egels. Scheiße. Also du brauchst das... Es hört sich frivol an. Du möchtest dein Leben so leben, dass es immer auch wehtut. Und wenn der Herrgott uns Hagel schickt, dann musst du das annehmen. Und dann ist es auch das, was uns ausmacht letztendlich, dass wir diese Herausforderung annehmen müssen. Dass du auch vom Kopf her klar bist und schnell bist und weiter denkst. Wir sind doch mittlerweile in so wattegepackte Gesellschaften. Wir haben unser Stück Silikon in der Hand, das uns alles zeigt. Wir sehen das Wetter, wir sehen... was passiert, wir bekommen Nachrichten, wir sind im Social-Media-Thema unterwegs, wir haben jede Menge Freunde. Totaler Käse. Das ist das, was das Leben ausmacht. Mhm. Das ist das, ob du auf den Kilimandscharo steigst, auf 5700 Meter, ob du im Himalaya unterwegs bist. Das sind quasi unsere Himalaya-Runden, die wir gehen, wo es ums blanke Überleben geht. Und das ist das, was den Mensch ausmacht, immer in diesen Grenzregionen unterwegs zu sein. Und diese Grenzregionen haben uns ja als Gesellschaft auch geprägt, uns Charakteren geprägt. Ich kann das total akzeptieren, dass man es so definiert. Aber ich wehre mich halt wahnsinnig dagegen, in dem Kontext, dass halt die Gesellschaft an sich nicht in der Lage ist, das so zu leben. Sondern da gilt es halt, 12 Rückversicherungen für alles zu haben und nicht leistungsbereit zu sein. Und deshalb sage ich, den Job, den wir machen, im Übrigen auch viele andere Mittelständler, wie viele auch immer. Selbstständige, viele kann Selbstständige, kann man vielleicht so zusammenfassen. Ja, viele Selbstständige. Ne? Ja. Das Risiko, was Selbstständige heute eingehen, in den Rahmenbedingungen, die wir haben. Schon krass. Das ist schon krass. Wir wollen hoffen, dass es nicht krasser wird. Sagen wir es mal so. Ja. Ich brauche jetzt mal was Positives. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen mal über diesen Unglück. Der Daniel muss dran. Du musst die Weihnachten sparen. Nee, hol mal die Geranien raus, Daniel. Nein, lass uns mal über diesen tollen Wein sprechen, den wir im Glas haben. Also ihr nicht mehr, aber ich noch. 96. Und vielleicht gießt ihr den mal nach bei das euch. Das muss aber der Daniel machen, die Weinansprache, weil der findet jetzt halt genau, der findet genau die richtigen Worte für diesen Wein, weil das ist einer dieser Weine, Daniel, der uns beide in unserem Leben beflügelt hat. Das ist das richtige Wort. Ich meine, 96 war ja ein kühles Jahr. Das war ja auch später. Aber der öffnet sich immer mehr. Sehr kühl, viel Säure. Ich denke mal, dass dein Vater um Reife gekämpft hat in dem Wein, ja. Und das merkst du auch, weil der Wein halt echt eine sehr zittrige Art noch hat, ja. So am Gaumen, ja. Zittriges, limoniges fast, ja.
aber trotzdem halt diese gelbe Würze und Reife hat. Aber solche Jahrgänge hatten wir ja eigentlich 20 Jahre nimmer. Und ich glaube, dass man so 30 Jahre oder. Das ist schon ein Zeitdokument, das also, wir hier eigentlich jetzt trinken, oder? Das ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass das mehr als 384 Grad Öxle hat. 96, doch, Öxle hatte das, nur hat er auch Säure gehabt, die Säure. Weil natürlich die Öxle auch die Säure mit berücksichtigt haben, ne? Also es hat schon seinen 92 Grad gehabt, aber es hat auch wahrscheinlich 12 Promille, 13 Promille Säure gehabt. Das ist ein krasses Ding. In der Pfalz wurden 1996 große Weine geerntet, die in Balance waren. Ich persönlich sage zu dem Wein, ein bisschen zu vegetativ in der Aromatik. Es hat was leicht. Die Säure natürlich zittrig. Und hier ist eine Disbalance da in der Reife. Das hätte reifer geerntet werden müssen. Das heißt, ein extremes Jahr, vielleicht Erträge runter, um irgendwo hier gegenzusteuern. Aber die Kühle des Jahres, jetzt ist 96 noch ein dankbares Jahr, wir reden mal nicht über 1986. Also 1986 ist natürlich die maximale Unreife. Ja. Also auch das gab es klimatisch. Ja? Und jetzt ist es so, also wir sind heute gestartet mit 98. Und das war, also ich habe es so empfunden, auch wenn es aus dem eigenen Wein kommt, muss sagen, das war schon ein ganz schöner Brecher. Das war mega. Und da muss ich sagen, dass 98 im Vergleich zu 96 schon eine ganze Nummer größer ist. Dankeschön. Und das liegt letztendlich einfach an der Klimatik. Ja. Die große gereifte Shampoos. Das erinnert mich so ein bisschen an diese briochige. Ist ja nicht häufiger noch so ein Shampoos? Ich bin jetzt gerade sogar noch weiter. Es ist einer der ganz großen Weißweine. Ob es jetzt Burgund ist, es geht um Kalk. Es ist gerade egal, ob es Chardonnay ist, also sprich Champagner, hat ein paar Bubbles, aber ein 98er Krug oder Bollinger, Rouanet, steht dem mit vor. Das ist eigentlich für mich von der Machart her noch präziser. Noch lustiger, wenn die Formulierung wissen, steht dem nicht nach. Also, ich glaube, dass also der 98er ist unfassbar geil. Unfassbar groß. Also ich habe, glaube ich, dieses Jahr noch nicht so was Geniales getrunken wie der 98er. Wir haben mit dem Rote Halstüchelchen und der Lustige Cup nach hinten die Weine damals getrunken und haben die, also uns war klar, es ist groß. Es war damals klar. Also das war unverrückbar. Es war unverrückbar, dass diese Idee der Herkunft, der Machart des Winzers klar ist, unverrückbar. Und jetzt trinken wir es 25 Jahre später und es ist noch unverrückbarer. Und das ist das, was mir gerade im Moment so ein bisschen Demut und auch Gänsehaut einbläut. Jetzt sind wir wieder bei den Themen Demut und Gänsehaut. Leute, ich bin so froh, dass ich euch kennengelernt habe 1998, dass wir hier heute zusammen sitzen. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass ihr, Daniel, du zum dritten Mal, H.O. zum zweiten Mal. Zweiten Mal. Und Philipp zum... Na, ich wüsste schon gern genau. Ja, also, Denise. Ich würde sagen, zum 32. Mal. Kann es nicht beweisen. Aber schön, dass ihr alle da wart. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich würde sagen, Philipp, das wiederholen wir einmal im Jahr mit den beiden, oder? Bin ich sofort dabei. Rheinhessen-Special. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder da seid. Chin Chin, schön, dass ihr da wart. Wir stoßen nochmal an. Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Sehr gern. Cool.